Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute mit Gerrit Käferstein und wir haben es schon angekündigt, das wird hier ein Gespräch sein über Sport, über Ernährung, über Fitness und über Gesundheit, aber natürlich auch über Philosophie. Und das ist jetzt vielleicht erstmal eine komische Verbindung, wie wir beide jetzt zueinander gekommen sind, um so einen Podcast zu machen und so ein Video, aber auch was Philosophie mit Sport zu tun hat und mit Gesundheit und mit überhaupt einem guten Leben, könnte man vielleicht sagen. Da ist vielleicht schon eine gewisse Verbindung. Ja, wir können ja erstmal dich vorstellen. Also du bist Coach, du bist Arzt erstmal, so das ist wahrscheinlich das, als was du dich als erstes siehst. Du hast es auch in deiner Kanalbeschreibung, der Arzt für Patienten, für Menschen, die keine Patienten sein wollen. Also schon mal, da können wir gleich noch mal drüber philosophieren. Und Podcaster, Coach auch. Und du hast gearbeitet bei der Eishockey-Nationalmannschaft unter anderem. Erzähl mal ganz kurz, was hast du da gemacht? Ja, also ich komme aus Bonn und habe selber auch Leistungssport gemacht. Wir haben ja selber auch zusammen American Football gespielt eine Zeit lang. Und bin dann über das Sportstudium, was ich in den USA gemacht habe, in dieses Thema Leistungsoptimierung reingerutscht. Das war etwas, was mich total fasziniert hat. Wie kann man die Leistungsfähigkeit von einem Menschen sowohl auf physischer, aber auch emotionaler und mentaler Ebene und vor allem im Zusammenspiel dieser drei Sachen optimieren? Wie kann er sein Potenzial einerseits erkennen, aber es auch irgendwie manifestieren? Und darüber bin ich dann an den Profisport geraten und im Basketball habe ich da angefangen, bei den Telekom Baskets. Bin dann relativ schnell auch zu den Kölner Haien, habe im Eishockey gearbeitet und über Uwe Krupp, der dort damals der Coach war bei den Kölner Haien, bin ich dann auch an die deutsche Nationalmannschaft gekommen. Dann haben wir circa 2 bis 3 Jahre haben wir die deutsche Nationalmannschaft auch begleitet. Ja. Mhm. Und die Prozesse, die wir dort begleitet haben, sind einerseits natürlich Trainingsprozesse im Bereich des Ergänzungstrainings, das heißt das Training auf dem Eis, das Eishockeytraining. Und im Eishockey nennt sich das dann Off-Eis, also nicht auf dem Eis, sondern abseits vom Eis, was muss man tun, um das, was auf dem Eis passiert, besser machen zu können? Mhm. Beweglichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer, welche Ernährungsressourcen kann man optimieren, dass sie auf dem Eis bessere Leistung bringen kann? Und das sind auch in der Absprache mit dem medizinischen Team, Verletzungsprävention, aber auch Zurückführung nach Verletzungen und da die Koordination haben wir übernommen. Ja, ich stelle mir ja gerade so ein Leben eines Profisportlers so vor, dass eben alles auf zum Beispiel das Eis fokussiert ist. Also das ganze Leben auf Eis ist eben auch schon Training. Und es gibt eigentlich keine freie Minute, wo man nicht darauf achten muss, was man für seinen Körper, für seinen Geist tut, um ja besser zu werden als Athlet. Ist das so? Ja, das ist so. Und ich glaube, aber genau an dem Punkt kommt halt schon die Philosophie mit rein, weil das eine zentrale Ding, was halt vor allen Dingen dafür verantwortlich ist, ob wir uns als Sportler vernünftig entwickeln. Ich glaube, ein Sportler kann man nicht bauen, sondern ein Sportler muss sich entwickeln in einem Umfeld. Und damit man sich als Sportler entwickeln kann, braucht man Bedeutung. Es muss einen Sinn ergeben. Ein Sinn, der integriert ist mit dem Rest meines Lebens. Wenn ich mich einerseits als Gerrit, als Mensch, als liebensbedürftiges, aber auch liebenswertes Wesen als Organismus sehe und andererseits als Eishockey-Profi, dann habe ich da keine Verbindung. Mhm. Es geht also darum, eine philosophische Kongruenz zu schaffen zwischen diesen beiden Dingen, weil dann macht Gewinnen nicht nur Spaß, sondern dann ist Gewinnen auch einfacher, dann ist der Umgang mit Verlieren einfacher, dann ist der Umgang mit Loslassen einfacher, dann kann ich mehr realisieren, dass ich ja, in irgendeiner Form auch. Ich bin Künstler, ich bin kein Arbeiter oder ich bin kein Roboter, der am Fließband Prozess nach Prozess nach Prozess einfach trocken absolvieren muss, sondern ich bin ein Künstler und ich bewege mich in einem Umfeld, wo wir nicht wissen, wie die Lösung ist. Das Ziel, was wir haben, ist Gewinnen. Come on, aber keiner weiß, wie man gewinnt. Es gibt nicht den einen Typen, der sagt, okay, pass auf, so gewinnst du. Mhm. Die Illusion kriegen wir oft verkauft, aber das ist nicht so. Es ist so, dass wir ins Unbekannte hinausgehen. Als Team. Und wir haben einen Entwurf davon, was die nächsten Schritte sein können, um gewinnen zu können. Mhm. Aber das ist Kunst, der letzte Weg. Und das zu integrieren mit dem eigenen Leben, das macht dann Spaß. Mhm. Diese Metapher oder der Vergleich mit der Kunst gefällt mir sehr gut. Man kann ja auch sein Leben als Kunst führen. Aber wenn man das jetzt mal rein auf den Sport runterrichtet, also zum Beispiel würde mir jetzt so ein Bodybuilder einfallen, der aus seinem Körper ein Kunstwerk macht, der das so skulpturiert erstmal. Aber bei anderen Sportarten ist ja dann auch eben, wie kann ich zum Beispiel meine Bewegungsabläufe so machen, dass es eine Art
eine Art Kunstwerk ist so in einem mittelalterlichen Sinne fast so, das ist ein Handwerk und das muss man gut können und dann wird irgendwas so Besonderes daraus. Aber bei einem Teamsport gerade, da ist ja dann auch immer noch die andere Mannschaft, der Trainer, das Umfeld, die Fans und dann noch die gegnerische Mannschaft. Kann man daraus auch ein Kunstwerk machen? Ich meine, genau das ist es nämlich. Du hast so viele Faktoren, was diese ganzen Faktoren zusammen machen aus diesem Komplex ein Komplex, also aus diesem System ein komplexes System. Mhm. Und komplexe Systeme haben halt an sich, dass der gleiche Input nicht immer den gleichen Output hat. Wenn ich eine Strategie versuche in einem komplexen System, dann funktioniert sie einmal und am nächsten Tag nicht mehr. Mhm. Es ist flüchtig. Mhm. Man muss also jedes Mal eine neue Lösung kreieren innerhalb eines Teams. Mhm. Und dann sind die einzelnen Bausteine da. Du hast 24 Spieler im Kontext Eishockey-Training. Du hast 24 Spieler. Du hast 4, 5, 6 Trainer. Du hast außenrum Mediziner, Wissenschaftler. Du hast Support-Staff, die dir die Eishockey-Kleidung vorbereiten und die Reise organisieren. Und dieser Organismus, man kann von einer Eishockey-Organisation reden, aber man kann auch von einem Eishockey-Organismus reden. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied. Deswegen auch ich ultra mich darauf gefreut habe, mit dir darüber zu sprechen. Weil es ein absolut entscheidender Unterschied ist, ob man das als Organisation oder als Organismus sieht. Und dieser Organismus funktioniert dann, wenn die einzelnen Teile in einer Symbiose zueinander leben. Mhm. Nicht in einem parasitären Verhältnis, nicht in einem zurückgezogenen Verhältnis, nicht in einem frontalen Verhältnis, sondern in einem symbiotischen Verhältnis. Mhm. Und das funktioniert, wenn jeder weiß, welche Bedürfnisse er hat, auf diese Bedürfnisse auch pocht und aber auch weiß, was er zu geben hat und das auch abgibt. Das ist alles sehr abstrakt, aber ich glaube, das ist die Essenz, was Gewinn lebendig macht. Mhm. Weil sonst wird es zu einem maschinellen Fließbandprozess. Und dann geht das Leben verloren. Wenn das Leben verloren geht, geht der Spaß verloren. Dann geht die Motivation verloren. Mhm. Wir müssen uns in eine Position bringen im Sport, wo wir uns lebendig fühlen, wo wir das Gefühl haben, oh, wir sind gerade auf der, da ist was Spannendes. Wir wissen noch nicht, wie das geht. Mhm. Aber wir irgendwie zusammen werden wir das hinbekommen. Mhm. Ja, gerade das mit dem Organismus ist ja auch etwas, was wir jetzt auch in unseren Videos kürzlich nochmal so reflektiert haben, ob man ein System eben auch als reine Hierarchie oder auch als Mechanismus betrachtet oder dann als Organismus, wo sich etwas ergibt aus dem Zusammenspiel der einzelnen Teile, die dann irgendwie für sich auch eine Eigengesetzlichkeit haben. Vielleicht können wir da gleich auch nochmal drüber sprechen. Ich fand jetzt eben, was du über das Gewinnen gesagt hast, noch interessant. Ich mache manchmal mit meinen Schülern im Philosophieunterricht meist so zwei Experimente oder einfach Vorstellungen, wie sie ihr Leben führen. Das eine, das sind dann immer so Graphen, die anzeigen, das eine ist ein Leben mit ganz starkem Ausschlag nach oben, unten im Glückslevel sozusagen. Und das ist eben Erfolg und Scheitern. Und man setzt sich hohe Ansprüche ans Leben und man gewinnt und man verliert. Und das andere ist eben, es ist immer im Plus so, aber eine ganz lange und langsame Linie mit wenig Ausschlag nach oben und nach unten auch. Also man hat aber auch keine Depressionen, aber auch nicht diese riesigen Erfolgserlebnisse und Glücksmomente. Und es ist fast immer, dass die Hälfte des Kurses das eine wählt, die andere Hälfte das andere. Und da könnte man jetzt zum einen sagen, wow, was ist mit der Jugend los? Ne? Die sagen schon, ich will mein Kleingartenglück, ne? So mit so einem Gartenzwerg davor. Und wenn nichts passiert, dann bin ich schon froh, dann habe ich noch meine PlayStation und so. Und die anderen wollen aber vielleicht eher so, nicht Rockstar leben, aber schon sehr, die wollen was erleben, die haben Neugier. Und da denke ich manchmal, ist das, dass uns so diese Sicht auf das Positive am Gewinnen verloren geht, oder das ist oft, dass es die Gefahr ist, dass Gewinnen sowas, ja, ist dem was Negatives auch anhaftet, denn wenn einer gewinnt, muss der andere ja verlieren. Und das ist doch irgendwie unmoralisch. Ich glaube, wenn das so ist, dann ist das in der Tat so. Ja, wenn die einzige Art und Weise zu gewinnen auf eine Art und Weise stattfindet, dass der andere dabei verliert, hätte ich keinen Spaß daran zu gewinnen. Ja. Ich glaube nur nicht, dass das so ist. Das wäre so diese Plus-Minus-Null-Sicht des Universums. Ja. Zero-Sum-Game im Englischen. Die Art und Weise, wie Gutes in der Welt kreiert werden kann, ist nur, wenn du auf einem anderen Punkt in dieser Welt Böses kreierst. Mhm. Oder der eine ist reich, weil der andere arm ist. Korrekt. Lass uns beim konkreten Beispiel mal vielleicht ansetzen. Es gibt ja diesen einen Satz, den wir so gerne von uns geben, der vielleicht aber auch gar nicht stimmt. Und es geht jetzt auch gar nicht darum zu hinterfragen, ob er stimmt oder nicht. Aber vielleicht können wir uns nur die Frage mal stellen. Wir stellen uns oft oder sagen oft, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Okay.
Aber ist das denn wirklich so? Oder ist es nicht vielleicht so, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen aber auch reicher, nur nicht in dem gleichen Maß und dadurch eine große Spanne entsteht? Mhm. Und die Datenlage, sag mal, spricht ziemlich dafür, dass der zweite Fall die Situation ist. Und ich glaube, man kann das Spiel, Gesellschaft oder auch Team, kann man auf zwei Arten und Weisen spielen. Man kann es als Fight sehen. Mhm. Du und ich, lass uns diskutieren, lass uns kämpfen, gerne, let's go. Mhm. Wir müssen nur realisieren, am Ende gibt es einen Gewinner und auch der Gewinner wird verloren haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Messerkampf haben, ich komme mit Messer auf dich zu, du überwältigst mich, du gewinnst, trotzdem wirst du bluten. Mhm. Und das ist ein Fight. Wir können aber auch auf eine Art und Weise miteinander interagieren, dass wir eine Symbiose haben, wo wir auch, ist auch ein Wettkampf, und da geht es um ein anderes, eine subtilere Form des Wettkampfs. Wir versuchen beide, uns am Limit unserer Fähigkeiten zu bewegen, dieses Gespräch. Mhm. Ich muss alles, was ich hier in mir habe, muss ich nutzen, um ein vernünftiges Gespräch zu führen. Das ist tough. Wir wissen alle die Antwort nicht. Aber wenn wir uns auf eine Art und Weise darin bewegen, könnte man am Ende vielleicht davon reden, okay, es entsteht daraus eine gewisse Hierarchie, was vielleicht aber auch in der Biologie ganz normal verankert ist. Und wir sind beide daran gewachsen. Und ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie auch Sport betrieben werden sollte. Wenn man auf eine Art und Weise Sport betreibt, dass beide Spaß am Spiel haben und beide das Spiel verlassen und sagen, das Spiel ist jetzt wertvoller als den Moment, wo wir es betreten haben. Das ist eine Art von Gewinn, die kein Zero-Sum-Game ist. Das ist eine Art von Gewinn, wo ich gewinnen kann, ohne dass der andere verliert. Ich kann Sport aber auch auf eine Art Fight betreiben. Ich kann die Regeln nicht nur biegen, sondern ich kann sie brechen, weil Gewinn um jeden Preis da ist. Ich gewinne auch, wenn der andere verliert. Das macht keinen Spaß, auch dem Gewinner nicht. Auch langfristig hat der Gewinner keinen Spaß mehr in diesem Spiel. Ja. Ich müsste jetzt zum Beispiel an Bayern München denken. Also für die ganze Liga ist das nicht besonders spaßig, wenn die 5-mal oder 10-mal hintereinander Meister werden und das so eine Art Monopol aufs Gewinnen haben. Und da ist dann auch schon meine Verbindung zum Beispiel zur Wirtschaft. Wenn jetzt man hat ja immer dann das Gefühl, wenn einer zu stark wird und das Monopol hat, dann macht das erstmal keinen Spaß mehr. Und dann kann er natürlich das alles ausnutzen. Und zum Beispiel ein sehr, sehr guter Sportler, der die Rangliste über Jahre hinweg anführt, der kann das eben ausnutzen, der kann alle dominieren und das macht das Ganze langweilig. Auf der anderen Seite sehe ich aber langfristig doch auch immer so einen Trend dahin, okay, das ist auch ein Vorbild oder vielleicht hat er das mit viel Ellbogen geschafft und viel Marktmacht auf der anderen Seite oder Testosteron. Aber dann gibt es wieder die jüngeren Leute, die sagen, wow, da will ich auch. Das macht mich hungrig. Ja, genau. Dieses Leitmodell, da können wir vielleicht hin. Und dann ist es doch wieder so, dass es auch wieder kein Zero-Sum-Game ist und dass auf lange Sicht auch eine Mannschaft so sein will wie Bayern München und das dann Borussia Dortmund investiert dadurch. Also da ist doch auch was Positives drin. Klar, diese Plateauphase sozusagen, wo eine Mannschaft dann dieses Monopol hat, droht irgendwann langweilig zu werden. Aber ist das wirklich jemals so im Leben? Das Bayern-München-Beispiel ist spannend. Was hat Bayern München mit dem Leben zu tun? Wie groß darf die Spanne werden, bevor beide keinen Spaß mehr im Spiel haben? Ja. Wie groß darf die Spanne werden, bevor beide keinen Spaß mehr im Spiel haben? Vielleicht geht's an diesen Punkt, wo wir es tief innen drin spüren, dass wir unzufrieden werden. Wo wir uns nicht mehr ausdrücken können. Vielleicht, wo wir das Gefühl haben, wir können uns nicht mehr ausdrücken. Ja. Vielleicht ist es der Punkt, in dem Moment, wo Darmstadt nicht nur in ein Spiel reingeht und wir werden verlieren gegen Bayern, come on, das wissen wir doch alle. Ja. Aber wir können es zumindest ausdrücken und zeigen, dass das, wer wir sind. Ich glaube, so lange macht das Spiel dann noch Spaß. Aber das ist doch immer möglich, oder nicht? Ich weiß nicht genau, wie ich die gute Brücke schlagen kann, aber ich habe das Gefühl, es hat was mit damit zu tun, dass man von oben nach unten. Also quasi Bayern München ist der Top-Dog in diesem ganzen System, dass der nicht vorgeben sollte, auf welche Art und Weise sich alle, die hinterherjagen, verhalten sollten. Sondern Bayern München hat einen Weg gefunden, in dieser Kompetenzhierarchie nach oben zu klettern, über die Art und Weise, wie sie es geschafft haben, Spiele zu gewinnen. Aber das sollte nicht der vorgeschriebene Weg sein für alle anderen auch, weil es gibt verschiedene. Es sollte immer ein offenes System bleiben, was Kompetenz belohnt und also was die belohnt, die dafür sorgen, dass das Spiel besser wird und die nicht belohnt, die dafür sorgen, dass das Spiel schlechter gemacht wird.
Und wenn man es auf die Gesellschaft überträgt, ich glaube, es sollte offen sein, dass jeder, also wir reden über Chancengleichheit. Also wir reden über prinzipielle Chancengleichheit. Wir reden nicht darüber, dass alle gleich. Wir reden nicht darüber, dass Darmstadt und Bayern das Spiel immer 1-1 ausgehen soll. Darüber reden wir nicht. Mhm. Wir reden aber darüber, dass jeder die prinzipielle Chance hat, an diesem Markt, im Profisport, zu partizipieren. Und vielleicht sind wir in der Bundesliga an dem Punkt, wo das im Kippen ist. Und vielleicht ist das ein Punkt, wo man auch in US-Sportarten reingucken kann, die ja das erkannt haben, dass sobald, das, guck mal, wie gewinnst du die deutsche Bundesliga? Nimm die besten Spieler, kaufst. Ja, ja. Welche Rolle spielt Athletiktraining, Fitnessoptimierung und so da wirklich? Eine, aber keine große. Mhm. Der beste Weg, die Bundesliga zu gewinnen, ist, teure Spieler zu kaufen. Das haben halt US-Sportarten erkannt und die haben halt gesagt, okay, dann lass uns da doch mal ein Level-Playing-Field kreieren, ja, in dem das Budget, das Kaderbudget für das Talent, das Talentbudget in allen Teams gleich ist. Mhm. Und jetzt geht es wieder um einen anderen Wettkampf. Mhm. Und vielleicht ist das was, was man, die haben es erkannt. Wir reden ja auch schon über Financial Fair Play in der Bundesliga. Was nichts anderes ist als soziale Umverteilung. Ja. Und dann sind wir bei der Gesellschaft. Ja, ja, finde ich super spannend. Für mich ist ja immer die Frage, ist es freiwillig oder ist es aufgezwungen? Sagt dir jemand, du musst das jetzt abgeben? Und ich sag mal, die New England Patriots müssen das ja nicht machen. Also die wollen das Spiel. Aber wenn sie in der NFL sein wollen, dann haben sie eben freiwillig sozusagen akzeptiert, dass sie nicht den First-Round-Pick bekommen in der nächsten Saison. Und das dadurch sich eben was ausgleicht und dass insgesamt dann die Liga und die Saison spannender wird. In der Gesellschaft finde ich so eine Art Freiwilligkeit ja kaum zu erreichen, was nicht alle fragen können und es werden nicht alle sagen können, ja, okay, ich gebe das jetzt freiwillig ab, damit es insgesamt das Spiel besser wird, sondern hallo, ich habe ja dafür gearbeitet, warum soll ich jemand anderem was geben? Aber diese Metapher mit dem Sport gefällt mir deswegen so gut, weil man ja eben sieht, es wird besser dadurch, wenn man freiwillig abgibt. Also es macht beiden mehr Spaß. Ja. Okay. Wann hast du das letzte Mal mit einem kleinen Jungen eine kleine sportliche Interaktion gemacht oder mit einem kleinen Mädchen? Vielleicht eine Runde Basketball, vielleicht einen Ball hin und her gekickt. Ja. Okay. Könntest du dieses Spiel gewinnen? Natürlich. Ellbogen, dann liegt das Kind blutend auf der Straße und fuck yeah, 5-0. Wie viel Spaß hast du daran? Come on. Wir haben keinen Spaß daran. Annika, hallo. Meine Freundin und ich, wir machen gerne Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, Bodenkampf. Kann ich sie fertig machen? Ja, natürlich. Lerne ich dabei? Nein. Mhm. Die Art und Weise, wie ich dabei lerne und Spaß habe, Bedeutung spüre, ist, indem ich mich selber constraine. Also ich nehme mir selber Fähigkeiten weg, damit ich herausgefordert bin. Ich nehme mir selber zum Beispiel die Fähigkeit weg, meine Kraft zu nutzen. Mhm. Und dann macht mir dieser Sport wieder Spaß. Wenn ich, komm mal, ich nutze meine Kraft, wir machen Bodenkampf, macht es beiden keinen Spaß. Mhm. Ich glaube, es war ja Jordan Peterson, der von diesem der Entwicklungsforschung gesprochen hat, wo man sich, wenn man Ratten in einen Käfig setzt und die beobachtet, wie die miteinander interagieren, dann machen die auch eine Form von Bodenkampf. Die rangeln miteinander. Mhm. Und wenn eine Ratte 100% der Wettkämpfe gewinnt, gehen beide wieder in die Ecke zurück und interagieren nicht miteinander. Nicht miteinander. Wenn aber die eine Ratte das realisiert und sagt, ich lasse dich ab und zu gewinnen, dann haben beide Spaß, die wachsen miteinander, die kommunizieren, fangen auch an, Dinge wie Nahrung umzuverteilen, dann haben wir eine Symbiose. Mhm. Ja. Und ich glaube, wenn wir nicht nach, vielleicht ist das Ding, vielleicht wenn wir nicht nach Erfolg suchen im Sinne von Gewinnen, sondern nach Wert, so wo spüren wir die meiste Bedeutung? Ich als Individuum, wo spüre ich die meiste Bedeutung? Mhm. Dann fange ich doch automatisch an zu realisieren, dass Abgeben, wenn ich gewinne, und nehmen, wenn ich am Verlieren bin. Faires Ding für alle. Mhm. Ja. Also so, das ist die idealistische Perspektive, die ich versuche im Sport zu leben. Und weil ich merke einfach, das macht mir als Trainer mehr Spaß, das macht den Sportlern mehr Spaß, dieses Spiel auf diese Art und Weise zu sehen zumindest. Mhm. Und zu versuchen zu leben. Ich habe über den Begriff Gewinn dann nochmal nachgedacht. Was heißt es gewinnen? Und rein sprachlich, ne? Man sagt ja, ich gewinne etwas. Das heißt, ich bekomme etwas. Ich habe etwas gewonnen, einen Preis gewonnen, über das Spiel hinaus. Also etwas, gut, ich habe das Spiel gewonnen, aber da steckt drin, ich bekomme etwas. Ein anderer Begriff ist Siegen. Und man könnte auch über die Philosophie des Siegs sprechen und da merkt man schon, das klingt ein bisschen anders. Das klingt anders. Siegen ist nicht, ich siege etwas und so, sondern ich besiege jemanden.
Da steckt, glaube ich, immer diese Vorstellung drin, ich habe gesiegt, alle anderen sind defeated. Und deswegen ist Gewinnen für mich auch so ein positiverer Begriff, als Siegen, wirklich als letzter Sieger vom Platz zu gehen, ja, aber dann bist du letzter und dann ist keiner mehr da. Mein Siegen steht automatisch Niederlage und Verlieren gegenüber, was halt eher so eine ja, und Gewinnen, Sieg und Niederlage. Und Gewinnen muss nicht unbedingt ein Gegenteil haben. Also Gewinnen kann halt ist kein Zero-Sum-Game, können beide was davon haben. Es können ja mehrere auch gewinnen, sogar man kann ja als Zweiter oder Dritter auch noch was gewinnen. Ja. Genau. Das ist ein schöner Unterschied rein auf der sprachlichen. Ja, genau. Wir hatten ja damals, auch als wir Football gespielt haben, hat unser Coach Holger oft davon gesprochen. Das war etwas, was von John Wooden, dem berühmten Basketball-Coach, kommt. Gewinnen und Siegen, Sieg und Niederlage. Ja, Sieg und Niederlage sind nicht immer in unserer Hand. Also das, was am Ende auf dem Board steht, ein W für Gewinn oder ein L für verloren, ist nicht immer in unserer Hand. Und es kann frustrierend sein, sich darauf zu fokussieren. Weil man dann auch ganz schnell in diesen Modus kommt, ja, aber ich hätte jetzt, das war ja deren Schuld, das war deren Schuld. Ich suche also nach Faktoren, die außerhalb meines Einflussbereiches liegen. Aber was ein bisschen in unserer Hand liegt, ist erfolgreich sein. Wenn man erfolgreich sein sieht als mit den Situationen und meinen Ressourcen, die ich habe, meinen Fähigkeiten, die ich habe, mit den Situationen, in denen ich konfrontiert wurde, daraus das Beste zu jedem Zeitpunkt zu machen. Und am Ende gesagt zu haben, ich habe zwar nicht gesiegt, aber ich war erfolgreich. Und dann kann man halt Situationen haben, wo man gesiegt hat, ohne erfolgreich zu sein. Und dann gab es halt auch Situationen, das ist auch was wir mit unseren Sportlern oft haben, wo sie siegen, aber wir müssen ernsthaft über ein paar Dinge sprechen, weil wir nicht erfolgreich waren. Hast du ein Beispiel? Ja, wenn wir zum Beispiel, schau, wie gesagt, es geht ja darum, das Beste aus sich heraus, das Potenzial maximal zu manifestieren. Und wenn wir dann mit einer talentierten Truppe gegen eine untalentierte Truppe siegen, aber wir haben nicht fair miteinander kommuniziert, wir haben uns vielleicht angezickt, dann ist das eine nicht erfolgreiche Art und Weise zu siegen. Und da müssen wir darüber sprechen, weil uns das die Chance nimmt, weitere Siege gegen höher talentiertere Teams einzufahren. Das heißt, das Spiel auf eine Art und Weise zu spielen, dass wir die Chance für weitere Siege erhöhen, ist halt wichtig. Nicht nur siegen, sondern es auf eine Art und Weise zu spielen, dass wir uns in die beste Position bringen, auch weitere Siege danach also dieses Metagame einzufahren. Und dann kann man halt sagen, okay, Sieg und Niederlage ist dieses eine Level, wo es ist dieses oberflächliche Level, wo wir eigentlich nicht so viel Einfluss drauf haben. Keiner weiß, wie man siegt. Vielleicht fangen wir da nochmal an, keiner weiß, wie man siegt. Aber vielleicht wissen wir, wie man erfolgreich sein kann. Und da gibt es aber noch ein Level weiter. Ich glaube, dann kommt auch das Thema nicht nur Erfolg, sondern das Thema Wert. Und da bin ich gespannt, was deine Einschätzung zu diesen Leveln ist. Weil dieses Thema Wert, Jesus, das habe ich noch nicht gegriffen. Ich fühle es, worum es geht, aber ich kann das noch nicht so richtig fixieren. Ja. Also ich sehe den Menschen ja immer so als soziales Wesen, nicht nur ich. Der Mensch will handeln, mit anderen interagieren. Und dieses ein Teil dieses Handelns ist das Tauschen. Also, dass ich etwas produziere, was Wert hat, was ich annehme für jemand anderen. Also ich produziere nicht nur Sachen, die ich selber toll finde. Also ich finde sie vielleicht auch toll und wäre, glaube ich, gut, das, was man macht, weil man denkt, andere wollen das, dass man das selber auch gut findet. Also nicht zum Beispiel wie RTL, wo der damals, wer war das noch, der Chef von RTL gesagt hat, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Zuschauer. Ja. Und dann denke ich, das, was ich produziere, das macht mir zwar Spaß, aber es ist noch wertvoller, wenn jemand anderes es für wert hält, weil es dann zum Austausch kommt. Und das ist halt, Wert ist ja erstmal was Subjektives, wenn man jetzt nicht davon sprechen will, dass es irgendwo in einem Ideenhimmel objektive Werte gibt oder dass Gott die vorgibt, sondern wir geben den Dingen Werten oder Handlungen und anderen Menschen geben wir Werte oder Bedeutung. Und ist das Gleiche? Das lag mir gerade auf der Zunge, die Frage. Ist Wert und Bedeutung für dich in dem Konstrukt, es fühlt sich für mich ähnlich an? Ja. Ja, Bedeutung heißt ja, das sagt mir etwas. Also es führt mich irgendwo hin. Ne? Es gibt mir weiter so eine leere weiße Wand. Sagt so, mir ist das wie ein Kompass? Ist Bedeutung sowas wie so ein
Weil du gesagt hast, sagt mir was. Es führt mich irgendwo hin, hast du gesagt. Ist das so eine, wo ich mich hingezogen fühle, so ein Licht am Ende des Tunnels vielleicht? Ich denke schon, weil man, wenn man ein Ziel hat im Leben und vielleicht so ein paar Wege schon ausgemacht hat und dann kommen Dinge oder Menschen oder Aktivitäten, die dich auf diesem Weg weitergehen lassen können, dann haben die eine Bedeutung oder also Zeichen, das ist es, ein Signal, ein Schild. Ja. Das hat jetzt für mich eine Bedeutung. Alles andere, und das sind ja wahrscheinlich 99,9% aller Dinge auf der Welt, haben für uns keine Bedeutung, weil sie auf dem Weg nicht so wichtig sind. Aber wir müssen erkennen, welche Dinge wir für unseren Weg nutzen können. Was natürlich dazu führt, dass wir sehr viel auch außer Acht lassen müssen. Kann zu einer gewissen Starrheit auch führen, so dass man so Scheuklappen hat. Alles nur, was auf meinem Weg zählt, hat für mich Bedeutung. Mhm. Aber ich glaube, das Leben so, dass man sozusagen 100% aller Dinge, die existieren, gleich viel Wert zumisst. Das ist vielleicht schon so ein Zen-Mind sozusagen. Da hat man eigentlich nicht mal mehr das Nirvana als Ziel. Mhm. Das führt, glaube ich, sehr weit. Und was ich aber spannend finde, ist, dass eben dieser Wert in der Interaktion verhandelt wird. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass man sich selber nur einen einzelnen Wert zumisst oder den Dingen zumisst, nur aus sich selbst heraus. Ich glaube, dass die Dinge immer Bedeutung und Wert für einen haben, weil man hofft, dass man dann dadurch selber auch für andere ein wertvollerer Mensch wird. Und dass das anderen auch was gibt. Also du zum Beispiel als Coach, als Trainer, als Arzt hast für andere einen Wert. Und das macht das für dich wiederum wertvoller aus. So wie dieser Raum hier nicht, also die Wand ist nicht wertvoll. Die Wand ist nicht wertvoll, aber das, was dazwischen ist, ist wertvoll. Das hast du schon gesagt. Das klingt jetzt total banane, ne? Aber ich bin nicht wertvoll als isoliertes Teil. Mhm. Du bist nicht wertvoll als isoliertes Teil, aber die Interaktion und das, was daraus kreiert wird, das ist wertvoll. Damit kann ich mich sehr, sehr, das fühlt sich sehr richtig an. Ne? Mhm. Wie würdest du sehen, du hast ein komplett isoliertes System, daran ist ein Mensch. Kann für den Wert existieren oder Bedeutung? Ein einzelner Mensch. Ein einzelner Mensch. Insel oder auf einem Planeten. Ja, vielleicht. Oder der Zen-Mönch, der ins Himalaya geht und da alleine sitzt. Wie wir das gleich auf die Gesellschaft wieder zurückkriegen, auf Sport, wissen wir ja noch nicht. Aber ich finde die Frage gerade interessant. Ja, wir kennen ja beide den Film Into the Wild, ne? Und da sagt er am Schluss, es gibt keine Happiness außer in der Gesellschaft oder zu zweit, alleine. Ich weiß nicht mehr genau, welchen Spruch er da aufschreibt, aber das ist das, weil er eigentlich merkt, okay, ich bin zwar jetzt frei und kann mich mit der Natur messen, aber es gibt nichts, was mir den Sinn gibt, den ich eigentlich vorher ja ablehnen wollte, als er durch die Gesellschaft ging und sah, das ist alles korrumpiert und es ist schädlich. Und dann will er aber wieder zurück. Gut, das endet leider tragisch. Ja, klar. Oder der Marsianer, dieser Film mit Matt Damon, der hat ja auch nur den einzigen Wert zu überleben, um wieder zurückzukommen zu anderen Menschen. Der könnte ja auch sagen, oh, ist ja auch ganz schön, aber diese absolute Isolation, die muss ja schrecklich sein. Man dreht ja auch durch. Ja, ist das so? Also, okay, es gibt zwei Arten von Isolation. Sagen wir mal, es gibt die forcierte Isolation und da war ja letzte Woche oder vor zwei Wochen bei Joe Rogan ein Gast, der war 22 Jahre auf Death Row und davon 20 Jahre in Solitary Confinement, also in Einzelhaft. Und dann wurde er wegen DNA-Analysen wurde dann festgestellt, dass dieser arme Mann gar nichts mit dieser Tat zu tun hatte. Okay, das ist eine Form von Isolation. Keine. Ich glaube, da können wir uns, glaube ich, einig sein, keine wertvolle Form der Isolation. Dann gibt es aber Leute, die sich komplett zurückziehen und das zumindest für sich als wertvolle Form der Isolation betrachten. Und ich bin selber nicht, sage ich, dass ich für mich sage, das ist nicht mein Weg. Ich sehe das genauso. Ich glaube, ohne Interaktion kann das funktionieren. Dennoch habe ich halt mich oft mit dieser Thematik auseinandergesetzt und habe viele Freunde, die dieser östlichen Philosophien, sagen wir mal, sehr hingezogen sind. Und da haben wir oft interessante Diskussionen, wo es genau darum geht. In dem Moment, wo ich mich dann da zurückziehe, kreiere ich dadurch Wert? Oder unterschätze ich mich nicht einfach dadurch meine eigene Fähigkeit, diese Gesellschaft zu was Besseren zu verändern? Mhm. Ist es nicht vielleicht der bessere Weg, zu bleiben und diese gewissen Reibungspunkte zu erleben und gemeinsam aufzulösen, anstatt, ich glaube, Flucht ist dann nicht nur das Richtige, worum es gehen sollte, sondern Integration, Symbiose. Also vor den Parasiten nicht wegzulaufen, sondern die Symbiose zu suchen. Mhm.
bin gespannt, wie du das siehst, weil es gibt ja, wie gesagt, so gefühlt einfach diese positiv assoziierte Form der Isolation. Ich setze mich auf einen Stein im Himalaya. Mhm. Ja. Und diese andere Form der Isolation. Ja. Ist das Gleiche? So, was passiert da? Also bei Epikur zum Beispiel, der hat ja die Lust als Grundlage des Glücks und eben des Lebensziels beschrieben. Und er sagt, du kannst Glück nur empfinden in der Zurückgezogenheit. Ja, dass du deinen eigenen Garten hast, ja, und den bestellst du und du begibst dich nicht in die Gesellschaft, weil das nur Stress. Ataraxia, ist ja, glaube ich, genau. Genau, das ist die Seelenruhe. Die kannst du nicht, wenn andere Leute dir dauernd nervend reinreden und du dich mit anderen messen musst und vergleichen musst. Ne? Zieh dich zurück auf deinen eigenen Garten und dann hast. Aber er hat schon auch gesagt, das geht aber dann trotzdem nur mit Freunden und mit einem guten Mahl, ne? Und dass du gesund bist. Also es ist keine absolute Einsamkeit. Und bei den christlichen Mönchen würde ich sagen, dass es da eben immer noch den Bezug auf Gott gibt. Der gibt dir dann Wert, der lässt dich sozusagen eigentlich nicht isoliert sein. Du isolierst dich von dem einen, um zu dem anderen zu finden. Also als transzendentes Wesen. Und ohne das, glaube ich, wäre das eine ganz, ganz schreckliche Isolation, weil du ja gar nichts hast, wofür du diese Isolation machst. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich immer dieses, ich glaube, man kann das auch nennen, sharpen the saw, dass du dich isolierst, um dann besser zu funktionieren in der Gesellschaft, weil du meditiert hast oder weil du einfach mal eine Auszeit genommen hast und einen Sabbat. Ja. Und dann gibt es aber immer noch die Zen-Mönche und die haben keinen Gott und die haben vielleicht das Nirvana, aber es heißt ja da auch im Zen-Buddhismus, auch dass, wenn du, ne, triffst du Buddha, dann töte ihn. Das ist nicht dein Ziel, solange du ein Ziel hast. Und das ist natürlich super schwer und paradox zu begreifen. Ja, ich muss sagen, dem Zen-Buddhismus fühle ich mich sehr, sehr hingezogen. Aus dem einfachen Grund, dass der Zen gar nichts von dir verlangt. Worum es ja geht, ist, also es gibt ja diese eine Geschichte aus dem Zen, sitzt ein Mönch am Straßenrand und meditiert in Tiefe. Kommt ein Zen-Mönch oder kommt ein anderer Mönch vorbei, was machst du da? Ja, ich meditiere, um die Erleuchtung zu gelangen. Dann setzt der andere sich daneben, nimmt sich einen Ziegelstein, der da liegt, und fängt ganz schrecklich dran an zu reiben an diesen Ziegelstein. Und das reißt den einen Mönch aus der Meditation und sagt, was machst du denn da jetzt? Ja, ich reibe an dem Ziegelstein, um einen Spiegel draus zu machen. Ja. Der Zen sagt ja so, wonach suchst du? Es ist doch schon längst alles da. Ja. Du bist Buddha. Wir sind der Spiegel, durch das Universum sich selber anguckt. Und dann kann ich mich ziemlich anfreunden mit dem Gedanken. Eine andere Geschichte, mit der ich mich sehr anfreunden kann, ist, okay, wir sind jetzt diese Menschheit, wir streben nach Fortschritt, wir streben danach, dass alles ein bisschen leichter wird, wir streben danach, nicht mehr so unkomfortabel zu sein. Wir streben danach, all unsere Probleme zu lösen. Okay, lass uns das Endgame mal zu Ende spielen. Lass uns mal alle unsere Probleme lösen. Lass uns die Technologie entwickeln, die uns Nahrungsversorgung für alle gibt. Lass uns die Technologie entwickeln, dass wir Gesundheit für alle haben. Lass uns die Technologie entwickeln, dass wir Zeit reisen können. Lass uns alle Technologien entwickeln, bis wir am Ende alles können, alles wissen, alles gleichzeitig. Dann sind wir Gott. Ja. Dann sind wir allwissend, allkönnend. Okay, alles klar. Das machen wir dann 10 Millionen Jahre oder 10 Milliarden Jahre. Und dann merken wir, shit, ist langweilig. Was machen wir dann, nachdem uns langweilig wird? Wir legen uns hin, schlafen und träumen von einem Abenteuer. Und dieses Abenteuer zeichnet sich dadurch aus, dass wir Ups und Downs haben, dass wir in ein Loch fallen, aus dem wir uns rauskämpfen müssen. Jordan Peterson redet immer von dem Drachen, den wir töten müssen, das Gold zu unserem Vater zurückbringen müssen. Also es geht darum, dass wir limitiert sind. Und davon träumt er, wacht auf, sagt, boah, das war das Krasseste, was ich in den letzten 10 Milliarden Jahre erlebt habe. Und dann legt er sich hin und sagt, jetzt träume ich noch einen viel, viel krasseren Traum, wo alles noch mal viel, viel knapper wird. Fängt an zu träumen, ich glaube, jetzt sind wir hier. Das ist schön paradox, weil ich auch nicht glaube, dass man, selbst wenn man dieses, wenn man das so verinnerlicht hat, muss man ja aber trotzdem nach der Bequemlichkeit streben. Also Bequemlichkeit klingt negativ, aber nach der Verbesserung streben. Also klar, hinterher würde so ein Zustand langweilig werden und man würde wieder zur Limitation zurückfinden wollen. Aber das sagt einem ja nicht, deswegen strebe ich also nicht, die Dinge besser zu machen. Nachher bin ich da oben on the top und es mir ist langweilig. Also mache ich es gar nicht erst. Ja, das ist ja genau. Das ist Quatsch. Paradox. Ja. Ja. Aber die Frage ist ja, auf welche Art von Traum träumst du? Weil nicht jeder Traum ist schön.
Ja. Das sind doch Albträume. Vielleicht, wenn du eben im Streben und nach Erfolg dieses immer schon im Kopf hast, es wird nie und hoffentlich, also Gott behüte, dass es dazu kommt, dass ich alle meine Ziele dann auch erreiche, es wird nie dazu kommen, dass ich dann total gelangweilt bin oder wenn es so wäre, dann wäre es ganz schlimm. Und was die Gesellschaft angeht, ist dann natürlich immer so das Narrativ dahinter, wir sollten nicht so viel uns bequemer machen, wir sollten nicht alles technologisch erfinden, was wir können und nicht alle Krankheiten auslöschen können. Aber das, ich glaube, das wird niemals passieren. Die Menschheit will das immer. Sie sieht ein Problem und will irgendjemand wird das angehen. Ja. Genau. Aber trotzdem denke ich, dass dieser Zustand, der, ich weiß nicht, ob das Seelenruhe dann ist, ne, aber das ist wirklich eine negative Form von Seelenruhe, nicht eintreten wird, weil die menschlichen Bedürfnisse oder die menschlichen, also das, was der Mensch will, eigentlich unendlich sind. Sogar in einer, okay, und wenn es dann eben so eine Welt ist, wo uns die Technik alles abnimmt, was uns der Körper bisher noch verwehrt und die Natur, wird es eben das Bedürfnis sein, Abenteuer zu erleben. Und dann wird es eben eine Aufgabe geben, wie kann ich jetzt den Menschen Abenteuer versprechen? Klingt ein bisschen dystopisch auch. Ja, ja. Man findet immer diesen Weg, das ist so ein bisschen. Die Perfektion wird man nie erreichen, aber danach zu streben lohnt sich vielleicht manchmal. Ja. Und vielleicht finden wir darin dann auch die Bedeutung. Ja. Und wenn wir die Perfektion vielleicht auch mal erreichen sollten, okay, dann erfinden wir halt was uns diese Perfektion wieder nimmt, weil das dann die nächste Aufgabe ist. Meinst du das? Ja, ne? Genau. Und das würde ich auch gerne, das hat mich immer schon interessiert, wie gerade ein Arzt und ein Sportler das sieht, was Perfektion angeht, rein auf der körperlichen Ebene, weil man natürlich durch alle möglichen Mittel, chemisch, aber auch durch Digitalisierung schon, den Körper auch immer weiter verbessern kann. Und wo sind da für dich Grenzen? Denn wenn die Perfektion das Ziel ist, kann man erstmal sagen, okay, alles, was ich machen kann und was vielleicht in der Summe eher nützlich ist als schädlich, kann ich auch machen. Das heißt, ich kann mir irgendwelche Prothesen einsetzen, ich kann vielleicht einen Chip in mein Gehirn einsetzen, auch um irgendwelche Koordinationsfähigkeiten, die muss ich dann nicht mehr trainieren, die habe ich dann einfach, ich meine, das wäre für einen Sport, wäre das vielleicht irgendwann unfair, aber so als Mensch, ich kann Supplements nehmen. Gibt es da für dich ethische, philosophische oder auch rein medizinische Grenzen? Ja, glaube ich, 2 oder 3 Geschichten, die man sich denken muss. Ich fange einfach mal mit der ersten an, gucken. Gestern war ich in der Sporthochschule Köln. Ich habe mit einem sehr erfolgreichen Trainer gesprochen. Wir haben darüber gesprochen. Er hat gerade einen Athleten, doppelter Olympiasieger. Die Frage war, Gerrit, wie motiviere ich den? In welcher Sportart? Keine, kannst du das sagen? Bobsport. Aha. Ich habe keine Ahnung. Hier sind meine Ideen. Die Frage ist, was ist dein Standard der Perfektion? Ich bin vor in einigen Jahren in Colorado Springs durchs Olympic Training Center gelaufen. Und im Olympic Training Center in Colorado Springs eine große Wand, wo ein riesiges Foto in schwarz-weiß ist von Bob Beamon, wie er springt. Und das war, glaube ich, 1968. Er hat den Weltrekord im Weitsprung aufgestellt. Und davor ist ein Teppich, ein roter Teppich. Und der hat die Länge dieses Sprungs. 8 Meter noch. Und du gehst diesen Teppich lang. Du bist einfach nur fasziniert von der unglaublichen Potenzial oder Kapazität, die ein Mensch. Wie schafft ein Mensch, mit einem Fuß abzuspringen und da lang, da, die, das und da hinten erst aufzukommen? Du bist einfach, das ist wie als wenn du in der Sixtinischen Kapelle nach oben guckst. Und das ist eine andere Art der Perfektion, als doppelter Olympiasieger zu sein. Kobe Bryant ist eine andere Art der Perfektion, als doppelter Olympiasieger im Bobsport zu sein. Und ich habe darüber mit ihm gesprochen, dass man mit solchen Sportlern in diese metaphorische Sixtinische Kapelle eintreten sollte. Was ist Greatness at Greatness? So, willst du doppelter Olympiasieger sein, wovon es ganz, ganz viele gibt? Oder willst du Historie sein, die irgendwo an der Wand hängt, wo Leute sich das bewundern? So Michelangelo, was er geschaffen hat, der hat sich unsterblich gemacht durch diese Kunst. Der hat etwas aufgedeckt, was für uns alle unmöglich schien. Roger Bannister, der erste Mensch, der die 4-Minuten-Meile gelaufen ist. Der war in einem engen Wettkampf mit einem anderen
Und die haben sich über Jahre bekriegt, wer als Erster die ersten 4 Minuten läuft. Die beiden waren die einzigen, wo die Menschheit dachte, dass die eine Chance haben. Und die sind über Jahre immer 4 Minuten 1 gelaufen. Immer wieder der, mal der, die schnellere Zeit, aber immer daran gekratzt. Eines Tages rennt Roger Bannister 3 Minuten 59. Die Welt war ein Aufruhr. Es war nicht möglich, eine 4 Minuten mal zu rennen. Mhm. Im gleichen Jahr haben es, glaube ich, 6 oder 7 andere geschafft. Ja. Das heißt, diese Level neu gepusht zu haben, Greatness at great, Kobe Bryant wird für Ewigkeiten der Michelangelo's Basketball sein. Mhm. Oder denken, ja Mann, er hat das Game nach oben gebracht. Und ich glaube, dass wir als Menschheit immer jemanden haben werden, der das Game nach vorne bringt. Wie weit darf man es nach vorne bringen? Okay, jetzt sind wir bei der nächsten Frage. Ab wann kommt dieses Game in Konflikt mit anderen Games, die es zu spielen gibt? So, wir haben ja nicht nur das Game Sport, sondern wir müssen ja was managen im Leben. Wir haben das Game Familie. Wir haben das Game Gesundheit. Und in der Gesamtheit erleben wir Bedeutung und Glück im Leben. Und ich glaube, wir können nicht das eine Game auf Kosten der anderen spielen. Und da sind dann, glaube ich, auch die Limits. Mhm. So, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine verrückte neue synthetische Droge erfinde, die dich unglaublich ausdauernd macht, die Risiken entweder gar nicht mal abschätzbar sind, wenn vielleicht aber auch sogar bekannt sind, dass sie deine Gesundheit einschränken. Ich glaube, dann ist es deine Entscheidung. Nur, dass wir uns nicht missverstehen. Ich rede nicht davon, dass wir dopen sollten. So, ja, sage nur, im Prinzip, abseits von Profisport, ist es die ethische oder die moralische Entscheidung, erstmal die moralische Entscheidung von jedem Einzelnen, wie er das eine Game auf Kosten von anderen spielen möchte. Okay. Und dann kann er diesen Weg gehen auf Kosten seiner Gesundheit, prinzipiell erstmal. Aber dann kommt nicht nur die Moral, also das, was innerhalb eines Einzelnen abgeht, sondern kommt auch die Ethik, nämlich das, was in der Interaktion von anderen abgeht. Mhm. Ist es ethisch fair, dass du deine Gesundheit aufs Spiel setzt, und andere müssen dafür büßen. Dass Ärzte dann hingehen müssen, dein Leben retten müssen. Mhm. Dass die Familie dann trauern muss, dass du nicht mehr da bist. Mhm. Ist das fair? Mhm. Ich habe die Antwort darauf. Ich glaube, keiner hat die Antwort darauf. Ja. Aber ich denke, das sind die Fragen in den Konstellationen, um die es da geht. Ja. Also ich glaube, rein so sportethisch kann man das, glaube ich, einigermaßen beantworten oder so. Es wird einigermaßen beantwortet, aber so rein philosophisch denke ich mir auch, ja, wo sind denn da die Grenzen? Es gibt auch jetzt normale Sportler, die eben kein Doping nehmen, die aber ihre Gesundheit kaputt machen durch ihren Sport. Und es gibt auch Fußballer, die auf dem Platz umgekippt sind und tot umgekippt sind. Also, ja, das würde dann heißen, ja, dann mach lieber gar nichts sozusagen. Und da finde ich eben die interessante Frage, wie weit willst du gehen, auch in deinem normalen Leben, um dich sozusagen Stress auszusetzen? Wir haben ja auch über Stress schon gesprochen. Und ich habe ein Video von dir gesehen, wo du sagst, mach mal Waldspaziergänge. Weil wenn du dich verletzt, so an den Beinen oder so ganz kleine Wunden zufügst, das ist für deinen Körper gut, weil der Blutbahn oder dem Organismus werden ja Keime zugefügt und das ist sozusagen der Stress, dem er sich ausgesetzt sieht und er kann dadurch besser werden, gesünder werden. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Und vielleicht kann man das auch aufs Leben und auf den Sport übertragen. Mhm. Ganz an der Oberfläche angekratzt als Einstieg. Es gibt ein Konzept, das nennt sich Hormese. Hormese bedeutet, dass Dinge, die in hoher Dosis den Organismus töten können oder vernichten können, in geringer Dosis hilfreich sein können. Mhm. Beispiel Strahlung. So, wir wollen nicht in Tschernobyl neben dem Kernkraftwerk stehen. Wir wollen aber in gewissen Situationen uns dieser Strahlung aussetzen, weil sie zum Beispiel uns bei Krebs helfen kann. Mhm. Ein anderes Beispiel ist vielleicht ein Beispiel, wo sich jeder mit anfreunden kann. Ich bin gerade hier barfuß. Ich habe mich gefragt, Gerrit, du bist kein Barfuß unterwegs. Warum? Ja, weil es sich gut anfühlt. Ein Grund ist auch, wenn meine Füße den blanken Kontakt mit dem harten Boden ab und zu haben, dann werden sie dadurch stärker. Mhm. Wenn ich den ganzen Tag einfach, wenn ich barfuß jetzt 42 Kilometer rennen würde, würden meine Füße daran kaputt gehen. Wenn ich aber ab und zu barfuß gehe, dann werden meine Füße dadurch stärker. Mhm. Das ist spannend, weil Maschinen machen das nicht, also Maschinen reagieren ganz anders auf Stressfaktoren. Diese Tasse hier, wenn ich dieser Tasse einen Stressfaktor aussetze, gegenhaue,
mit dem Hammer vielleicht, oder sie fallen lasse. Unweigerlich, dieser Stress wird sie kaputt machen. Mal mehr, mal weniger. Das hier hat sie nicht besser gemacht. Ja. Ich kann jetzt so machen und die Tasse hier stehen lassen für Tage. Sie wird nicht besser. Ich kann mein Auto jeden Montag für 200 Meter voll durchtreten. Immer 5 Minuten Pause dazwischen, 200 Meter voll durchtreten, 6 Mal, das mache ich jeden Montag. Mhm. Ich glaube nicht, wenn ich nach 5 Monaten nochmal zum Mechaniker gehe und die PS messen lasse, dass ich mehr PS bekomme. Mehr Kondition. Ja, aber spannenderweise irgendwie, wir machen das. Wir gehen mal barfuß oder wir stellen uns mal unter die kalte Dusche oder wir holen uns mal ein paar Kratzer im Wald oder wir setzen uns mal einer anderen stresshaften Situation kurz aus, geben dem Körper Ressourcen in Form auch von Zeit. Und dann passiert was Magisches, nämlich er wird besser. Krass, oder? Also du hast halt diese einfache lineare Gleichung zwischen Stress führt zu Deterioration, also Stress führt zu Kaputtgehen des Systems, geht nicht mehr auf. Jetzt haben wir die Situation, Stress führt manchmal zu Kaputtgehen des Systems, da können wir, glaube ich, ein bisschen drüber sprechen, und manchmal aber nicht. Das heißt, da muss noch eine Variable sein. Ja, was ist die Variable? Ich bin ein ziemlicher Fan von Ameisen. Es gibt in der Tierwelt ein Beispiel von Ameisen. Und wenn ihr Ameisenbiologen seid und mich da ein bisschen korrigieren wollt, nachher freue ich mich sehr darüber, mit euch genauer über Ameisen zu sprechen. Hier ist das einfache Beispiel. Ein Ameisenbau ist prinzipiell in 3 Level aufgeteilt. Im untersten Level hast du die Königin mit den Versorgerinnen der Königin, die das essen und einfach da die genetische Frucht in dieses Ameisenbaus schützen. Im obersten Level hast du Arbeiterinnen, Soldatinnen, Food Forager, die Nahrung heranschaffen. Im mittleren Level des Ameisenbaus hast du 30-40% quantitativ aller Ameisen. Die Aufgabe, die haben, ist exakt nichts. Die chillen. Die machen gar nichts. Crazy, ne? Und dann gehen wir durch, so wir Gedanken verloren, vielleicht durch den Wald, treten mal gegen diesen Ameisenbau. Ein Stressfaktor auf dieses System Ameisenbau. Und auf einmal kommen die hoch, reparieren, bauen um, sagen, okay, da müssen wir ein bisschen stärker machen. Da kommt vielleicht ein Fluss, der umgeleitet wird, reißt Teile des Ameisenbaus mit, okay, müssen wir umformieren in diese Richtung. Das heißt, das ist irgendwie das Anpassungssystem dieses Ameisenbaus. Und wenn wir das mal auf unseren eigenen Körper beziehen, spannenderweise haben wir das auch, unser Immunsystem, unser hormonelles System, ist nichts anderes. Und es gibt Situationen, da kann es das sehr helfen, wenn ich zum Beispiel Gitarre spiele und meine Finger tun weh und ich mache dann Pause, dann kommt mein Immunsystem dahin, löst eine Entzündung aus, die Finger tun weh, dann werden Wachstumsfaktoren ausgeschüttet, es gibt Hormone, die dorthin geleitet werden, Proteinsynthese findet statt, die Finger bauen sich auf, ich habe 100 stärkere Finger und kann danach 10 Minuten länger Gitarre spielen. Wenn ich aber jetzt die Ressourcen nicht habe, dieses adaptive Reservoir nicht habe, diese Variable dazwischen, wenn die weg ist, wenn ich zum Beispiel keine Zeit gebe, ich einfach durchspiele, bluten meine Finger und bin schlechter. Ja. Wenn mein Immunsystem nicht funktioniert, wenn mein hormonelles System nicht funktioniert, wenn ich dieses adaptive Reservoir, die 30-40% der Ameisen, wenn die nicht da wären, dann ist das ein immer noch funktionierender Ameisenbau. Genauso wie wir noch ein immer noch funktionierendes System sind. Aber wir sind nicht mehr adaptiv. Wir können nicht mehr uns anpassen auf unser Umfeld. Und gerade bei einem Umfeld, was sich immer weiter und immer schneller wechselt, wird die Rolle des adaptiven Systems, dieses Stressreservoir, immer größer. Vielleicht kann man daraus dann nochmal einen Bogen schlagen zu dem Begriff Wert, den du eben da eingeführt hast. Oh, das wird interessant. Weil, bin ich gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass jeder, der sich stresst, das entweder aus einem bestimmten Grund macht und das oder eben das mit ihm gemacht wird und er dann keinen Wert darin sehen kann. Und wenn ihr dem keine Bedeutung zuschreibt, warum, wofür dieser Stress jetzt gerade da ist, kann er daraus nichts lernen. Und dann wird es ihn vielleicht eher kaputt machen, als derjenige, der sagt, okay, dieser Schmerz oder diese Herausforderung hat einen Sinn auf dem Weg, den ich für wertvoll erachtet habe. Ich gebe dem Stress einen Wert, sozusagen. Ja, ich glaube, das ist dran. Wenn wir uns angucken, was wir überhaupt wahrnehmen als Stress, dann geht das durch gewisse sensorische Inputs, Augen, Ohren, Gefühle, Riechen. Und das geht durch gewisse Filter. So, sagen wir mal, alle Informationen unserer Sinne werden erstmal integriert in einem zentralen System im Gehirn. Das ist der Thalamus. Der Thalamus ist das Tor zum Bewusstsein. Da kommen alle Sinnesinputs rein. Und der Thalamus macht was ganz Spannendes. Der vergleicht das, was er gerade wahrnimmt,
mit der Brille, durch die er die Welt sieht. Also mit früheren Erfahrungen, mit Ängsten, mit Bedürfnissen, die aus dem aktuellen Bild, wie man das Leben wahrnimmt, vergleicht es damit, sucht nach Kongruenz und da, wo Gefahr lauert, löst der Stress aus. Ja. Also da, wo er Gefahr sieht, weiter im Komfort leben zu können, wird Stress ausgelöst. Und das ist halt in unterschiedlichem Maße. Ja. Diese Stressreaktion ist ziemlich... Das mit dem Komfort, da will ich gleich noch was... Sag da jetzt was. Ja, ich habe das auch so gelernt, unser Körper will immer Komfort. Und unser Leben will diesen Zustand der Ruhe und des Nicht-Stresses haben. Aber er kann das niemals erreichen und es wäre auch schädlich, wenn er das erreichen würde. Aber trotzdem sind wir eher so Wesen, die keine Gefahr wollen, die auch eher das Nicht-Verlieren dem Gewinnen wollen vorziehen oder die Sicherheit dem Abenteuer erstmal mal vorziehen. Rein überlebenstechnisch schon ist es auch sinnvoll. Ich war mal eine Zeit lang in Katar und in Katar habe ich in einem Ärztezentrum gearbeitet und da war dann so dieser Spirit, der dort geherrscht hat, boah, wir kriegen hier nichts bewegt. Immer wenn ich mit den Kataris rede, dann sagen die, ja, gucken wir mal und dann passiert sowieso nichts. Mhm. Da habe ich mit denen lange darüber gesprochen, warum das so ist. Und die Kultur der Kataris ist halt eine nomadische Kultur. Eine nomadische Kultur und da, wo die Ressourcen gefunden haben, die ihnen ermöglicht zu existieren, da bleiben die erstmal. Weil das Risiko, ins Unbekannte hinauszugehen, erstmal in keinem Verhältnis dazu steht, zu dem möglichen Risiko, dass uns hier irgendwann die Ressourcen ausgehen. Und so andere Kulturen sind da ganz, ganz anders. Ich glaube, da sind Indianerkulturen und so komplett anders geformt. So die Anreize, sich zu bewegen oder ins Risiko hinauszugehen, ins Unbekannte hinauszugehen, sind da ganz anders konfiguriert. Und vielleicht ist das auch vielleicht so ein Ansatz, wie man verstehen kann, warum, wenn du eine Klasse befragst, wie wollt ihr euer Leben, den Ups und Downs oder nicht, warum es da einfach unterschiedliche Outputs gibt. Ich glaube, dass es auch nicht das eine oder das andere richtig ist. Wenn wir uns jetzt mal wirklich als die Gesellschaft, auch als Camp vorstellen, mitten im Wald, mit einem Lagerfeuer genau in der Mitte, dann hat man Essen dort und man hat Gespräche und man arbeitet ein bisschen, hat ein kleines Häuschen. Aber an irgendeinem Punkt wird auch klar, wir brauchen Ressourcen. Wir brauchen neues Holz, wir brauchen neues Fleisch. So. Und irgendeiner muss jetzt ins Unbekannte hinausgehen, das ist eine gewisse Art von Menschen. Die können aber nur ins Unbekannte hinausgehen, wenn sie wissen, da sind auch noch welche im Lager. Da sind vielleicht auch noch welche dazwischen, die mir den Rücken frei halten. Und das funktioniert dann ganz gut, wenn die im Lager wissen, wir sind auf die ins Unbekannte hinausgehen, absolut angewiesen. Und das funktioniert dann ganz gut, wenn der ins Unbekannte hinausgeht und sich das traut, ganz genau weiß, da sind auch welche im Lager, die passen auf mich auf. Und das, wo ich diese Analogie halt dann auch sehe, ist im Bereich dieser Spanne zwischen der Wissenschaft und der Medizin und so Heilpraktikern. Es gibt einen großen Streit immer zwischen der konventionellen Medizin und Leuten, die alternative Sachen ausprobieren. Aber ich glaube, was wir dabei vergessen zu realisieren, ist, dass wir brauchen Leute, die ins Unbekannte, ins Dunkle hinausgehen und Dinge probieren, die noch nie probiert wurden, auf die Gefahr hin, dass sie falsch liegen. Auf die Gefahr hin, dass sie in die falsche Richtung gehen. Aber das Ding ist halt, wenn wir nicht von, sagen wir mal, 10 Leuten, die in die falsche Richtung gehen, noch ein oder zwei hätten, die mit Essen nach Hause kommen, die mit einer neuen Richtung nach Hause kommen, in die wir dann unser Lager erweitern können, wo die Wissenschaft dann sich hinbewegen kann. Wir können eine militärische Analogie benutzen. Wir haben Flugzeugträger, das ist die konventionelle Wissenschaft, unglaublich sicher, unglaublich unbeweglich. Und dann haben wir aber auch Späher da draußen. Das sind Leute, die sind Einzelkämpfer, die sind alleine unterwegs, kämpfen sich durchs Dickicht, probieren Dinge, die noch keiner probiert hat und sind mutig, da rauszugehen. Der Späher, 9 von 10 Fällen liegt er falsch. Aber in 1 von 10 Fällen sagt er, hey, ich habe hier was. Kommt mal mit. Dann kommt ein Schlachtschiff. Das sind dann Leute, die Praxisanwendung haben mit wissenschaftlich evidenzbasiertem Background. Das sind dann vielleicht kleinere Kliniken, die neue Arten der Krebstherapie in der Praxis versuchen anzuwenden, aber immer noch versuchen, einen Fuß in der Wissenschaft zu haben. Und wenn die auch merken, da ist echt was dran, okay, dann folgt das große Flugzeugträger-Ding der Wissenschaften. Wenn sich ein Späher beschwert, dass die Wissenschaft langsam ist, rafft er nicht, worum es hier geht. Und wenn sich ein Flugzeugträger beschwert, dass Späher in die falsche Richtung gehen, dann rafft er auch nicht, worum es geht. Ja. Für jemanden wie mich, der gerne so irgendwann
Anerkennung hätte für seine Späherdienste, ist immer die Frage, werden die Späher meine dann... Meine hast du. Okay, dann kann ich auch. Dann habe ich alles erreicht. Aber eigentlich ja vom Schlachtschiff oder von einem Flugzeugträger. Ja. Ne? Der Späher, der macht das aber... Meistens hoffen diese Menschen doch auch darauf, dass die anderen mal sehen, hey, hier ist was und ich habe was gefunden. Und sie nicht hinterher sozusagen ihr Erbe vergessen und ihren Namen vergessen. Und die Wissenschaft hat jetzt den Stand, hat aber gar nicht mehr im Hinterkopf, dass es auf diese, ja, sozusagen Exploring, weiß ich nicht, auf diese Challenge ankam. Von einzelnen Menschen und die sind jetzt ganz vergessen. Und gerade deswegen fände ich ja auch diese Anerkennung so gut, um dann weiteren Spähern zu ermöglichen, okay, diese Sicherheit, von der du eben gesprochen hast, okay, ich werde auch gewertschätzt in meiner Tätigkeit, auch wenn ich jetzt eben vom Mainstream abweiche und weil ich auch sehe, da sind andere schon, die vom Mainstream abgewichen sind, denen wurden Denkmäler gesetzt oder ihren Namen stehen in der Bibliothek. Ich würde mich vielleicht nicht als kompletten Späher bezeichnen. Ich bin irgendwo zwischen diesem mittleren Schlachtschiff und dem Späher. Und ich glaube, was für uns an dieser Front wichtig ist, ist halt zu respektieren, dass wir komplett falsch liegen könnten. Mhm. Ne? Wir sind halt ein Späher. Come on. Ja. Das Risiko ist ja auch nicht so groß. Wir sind ja nur die Späher, wenn jetzt das ganze Schlachtschiff falsch läge. Oder ja, das kostet viel, viel mehr Zeit und Ressourcen, das dann wieder in die andere Richtung zu bewegen. Das ist auch was, was wir in der Ernährungsmedizin, glaube ich, gerade erleben, dass wir mit diesem großen Flugzeugträger ziemlich lange in die falsche Richtung gefahren sind, weil wir vielleicht den falschen Späheren zugehört haben, weil wir an der einen oder anderen Stelle eine falsche Entscheidung getroffen haben. Wir sehen halt gerade, was das auslöst. Und ich glaube, wir sollten nicht mit der Erwartung, ich finde das so ein krass wichtiges Ding, was du gesagt hast, weil ja, diese Sicherheit der Anerkennung und dieses Respekts, dass das die Rolle, die man da übernimmt in dieser Späherfunktion, die ist wichtig. Die muss da sein. Aber es gibt halt manche Situationen, in denen man halt einfach im Dunkeln des Waldes und man hört nie wieder davon. Und dann ist man weg. Ja. Es gibt mehr, guck mal, Märtyrer, von denen hört man ja auch nur, weil irgendeiner trotzdem, es gibt ja so viele Leute, die in diesen Dunkeln des Waldes verloren sind, wo man nicht die Geschichten kennt. Ja. Lass uns eine Geschichte erzählen, von dem wir die Geschichte kennen, das ist Ignaz Semmelweis. Mhm. Ignaz Semmelweis war ein Arzt in Budapest. Und als Arzt in Budapest hat er in einer Frauenklinik gearbeitet und hat gemerkt, dass ziemlich viele Frauen am Kindbettfieber versterben. Das bedeutet, die geben ein Kind, oder haben eine Geburt, und in den Wochen danach kriegen die, oder in Tagen danach kriegen die ein ziemlich schweres Fieber und versterben daran. Und man wusste nicht, woran das liegt. Er hat die einfache Beobachtung gemacht, weil er vorher mit seinen Studenten im Autopsiesaal sich mit seinen Händen in Alkohol gewaschen hat. Wenn er danach Geburten gegeben hat, haben die Frauen weniger dieses Kindbettfieber bekommen. Und dann ist er rausgegangen und gesagt, ich habe da was. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich mir die Hände in Alkohol tunke und danach den Frauen helfe, dann sterben die nicht mehr. Das war vor Zeiten von Robert Koch und vor der Entdeckung von Bakterien und Mikroorganismen. So, und dann ist die gesamte Medizin und Wissenschaft am hingegangen, schau doch, meine Hände sind sauber. Was soll denn der Alkohol bewirken? Ja, klar. Hier ist doch nichts. Ja. Was soll denn der Alkohol machen? Guck mal, ich mache Alkohol und es sieht immer noch genauso aus wie vorher. Mhm. Und Ignaz Semmelweis, ich meine, er hatte Robert Koch, wie gesagt, nicht. Er konnte nur sagen, ja, ich weiß, es sieht genauso aus. Aber lass uns doch an den Resultaten orientieren. Mhm. Lass uns auch nicht direkt das mechanistische Warum fragen. Lass uns doch erstmal sagen, das. Und zwar, dass das, was wir halt sehen, ist, die Frauen, die einen Arzt haben, der vorher die Hände in Alkohol getunkt hat, die überleben mehr. Mhm. Lass uns doch erstmal aufhören, über das mechanistische Warum zu fragen und erstmal gucken, da haben wir ein Resultat. Mhm. Und ich glaube, das kann zum Teil diese Antwort geben darauf, wie verhält man sich jetzt später und wie muss sich auch dieser Flugzeugträger verhalten. Resultate. Das Einzige, was am Ende des Tages zählt, ist, hat der Späher Resultate? Es geht nicht darum, ob der Späher Erklärungen hat. Erklärungen haben viele. Mhm. Es gibt ganz viele Situationen, wo man Erklärungen hat, aber die sind meistens falsch. Aber Resultate. Fliegt das Ding, was du da versuchst zu bauen? Ja. Fliegt es? Ja. Wir hatten mal in der Psychiatrie hatten wir einen Patienten, der uns vorgestellt wurde, bevor wir ihn kennengelernt haben, wo er sagt, das ist ein psychiatrisch kranker Mensch. Das ist ein manischer. Und wir so, ja, okay, warum? Was ist das für ein Typ? Ja, der baut die ganze Zeit Flugmaschinen. Ich so, ja, erstmal ist das ein Kreativer. Also erstmal ist das ein geiler Typ, der hat Drive, der will Dinge bauen. Mhm. Und der kam dann rein und der war komplett überzeugt davon, von seinen Flugmaschinen. Er hatte Blaupause und alles im Start. Aber die Dinger sind halt nicht geflogen. Und an irgendeinem Punkt
hat er es halt nicht geschafft, loszulassen von seinen Erklärungen und hat vergessen, dass das Ding auch fliegen muss. Dass man das daran halt messen kann, ob es eine Flugmaschine ist oder nicht. Sonst ist es halt was, eine interessante Zeichnung, aber es ist keine Flugmaschine. Does it fly? Fliegt es? Und ich glaube, das ist das, was wir uns später stellen, als die Frage stellen müssen. Das, was wir da sehen, es ist nicht so relevant, was für tolle Erklärungen wir dafür haben. Ich glaube, das ist auch mehr die Rolle des Flugzeugträgers, dann zu erklären, warum. Mhm. Aber als Späher geht es darum, ist es etwas, was das Leben an den Standards, die uns wichtig sind, die uns Bedeutung geben, verbessern. Und dann sollten wir rufen, hey Leute, kommt mal her, schaut mal. Ja. Und dann kommt die Wissenschaft und erklärt mir, warum. Es gibt in dem Sport dieses eine Ding, hey, keiner weiß, wie Usain Bolt der schnellste Mensch geworden ist. Keiner weiß, wie aktuell Goldmedaillen geworden werden. Das wird uns die Sportwissenschaft irgendwann erklären. Wir wissen nur, dass er aktuell Gold gewinnt. Wir wissen, dass das, was er da tut, ihn dazu bringt, Gold zu gewinnen. Warum? Wissen wir noch nicht. Aber es fliegt. Fakt, er fliegt. Ich war in Berlin da, als er 958 gelaufen ist, an der 100-Meter-Linie. Das ist wieder so ein Michelangelo-Moment. Und was, okay, Usain Bolt, das kennen jetzt viele, aber Ignaz Semmelweis wird vielleicht auch vielen nichts sagen. Und ich glaube, er ist ja auch lange Zeit gar nicht bekannt gewesen oder auch sogar. Genau, das stimmt, das haben wir vergessen zu sagen. Er hat ja ein ganz schlimmes Schicksal gehabt. Ja. Die haben dem die medizinische Lizenz entzogen. Mhm. Sehr, sehr schnell. Er hat die ganze Zeit von den Resultaten gesprochen, konnte nicht sagen, warum es hilft. Die haben ihn für verrückt erklärt. Mhm. Die haben also dieses meiner Meinung nach die falschen Standards genommen. Die haben ihn daran gemessen, ob er verrückt ist, ob er die Erklärung hat oder nicht. Mhm. Anstatt ihn daran zu messen, ob er die Resultate hat oder nicht. Ja. Und ihm wurde die medizinische Lizenz entzogen und er hatte kein schönes Leben, bis seine Manuskripte und sein Lebenswerk erst später quasi geschätzt wurde. Und jetzt haben wir die Semmelweis-Universität in Budapest. Mhm. Ja. Erlebt er das noch? Ja, das ist halt für ihn natürlich schade, für uns gut, auch dass wir die Hygiene haben. Aber eben, wenn es jetzt so eine Semmelweis-Universität hat, klingt übrigens lustig, finde ich, dann sehen eben Menschen, okay, es nutzt doch irgendwann. Ja, es wäre schön, wenn es zu meinen Lebzeiten auch diese Ehrung dann kommen würde, oder wenn man mir nicht dauernd irgendwelche Stöcke in den Weg schmeißt. Aber gut, es werden diese Leute geehrt irgendwann. Und wenn man sehr idealistisch ist, und dann sind wir wieder bei den Werten, dann hat man eben die Hoffnung darauf, und dann gibt es mehr Späher. Ich wollte dich auch noch fragen, weil dein Leben wirkt mir schon so auch eher so wie ein das eines Spähers, auch so gerade wie du äußerlich lebst. Also du hast mir erzählt, dass du eigentlich hier alle Brücken abgebrochen hast, nein, Zelte abgebrochen und in der Weltgeschichte rumreist mit deiner Ausrüstung und das war's? Ja, so ist es, ja. Ich habe 10 Jahre lang ein Unternehmen geführt im Bereich Profisport, Gesundheitsoptimierung, Leistungsoptimierung, und dieses Unternehmen gibt es auch noch, das habe ich verkauft an einen meiner besten Freunde, der ist genauso auch weiterführt. Ich habe meine Wohnung abgegeben, wir haben alles verkauft, meine Freundin und ich, wir besitzen nur noch unseren Rucksack und ja, reisen in der Welt hin und her. Also nicht reisen, sondern wir leben in der Welt. Wir leben an verschiedenen Orten, mal so 2-3 Monate und ja, wo die Sterne uns hinführen. Ja, auf jeden Fall, ich würde mich auch als Späher bezeichnen. Ich glaube, was für mich ein Leitmodell ist, ist halt, fliegt es. Und ich suche nach Dingen, die fliegen. Und Erklärungen sind mir, das finde ich interessant, nicht immer relevant. Sonst interessant, über Erklärungen zu sprechen, aber nicht immer relevant. Was für mich relevant ist, ist wirklich, fliegt es. Und ich habe in Deutschland in meiner Arbeit viele Dinge entdeckt, geklaut bei anderen Leuten, innovativ entwickelt mit anderen Leuten, die geflogen sind, und viele Dinge, die nicht geflogen sind, die wir dann auch wieder weggeworfen haben. Und, irgendwann habe ich auch gemerkt, ja, ich möchte auch mal das Umfeld in anderen Teilen der Welt erleben und gucken, was haben die für Dinge, die fliegen, von denen wir vielleicht nicht so wissen. Vielleicht, weil sie sich nicht getraut haben, ein Buch drüber zu schreiben zum Beispiel. Man kriegt ja immer nur das mit, was dann irgendwie auch niedergeschrieben wird und den Transfer halt schafft. Ich habe auf Bali zum Beispiel Heiler kennengelernt, von denen ich nie in meinem Leben was erfahren hätte. Von denen habe ich Dinge gelernt, die fliegen. Ja. Haben sie die besten Erklärungen dafür? Nein, aber sie fliegen. Ja, wir werden vielleicht auch gleich noch so zu ein paar Fragen kommen, die ihr ja gestellt habt. Und das wären auch so Sachen, die du dann vielleicht von anderen erfahren hast, dass sie eben fliegen. Und du hast auch das habe ich ja dann als Foto gesehen, ein Foto von einem Mann gemacht. War das vielleicht auf Bali? Der sah vielleicht aus wie 40 oder so. Oh, und, ja. Und er war mindestens, naja, er war auf jeden Fall viel älter. Und da habe ich dich auch gefragt, was ist sein Geheimnis? Wie macht er das? Einfach gute Gene oder gibt es da wirklich ein Rezept? Ja, das war ein traditioneller chinesischer Mediziner, mit dem ich mich sehr spontan in Hongkong getroffen habe. Und der war, glaube ich, 65.
Aber ich glaube, auf dem Foto sah er etwas jünger aus als ich. spektakulär. Ja, die Frage danach, was bedeutet Altern und welche Faktoren sind beim Altern da und was können wir dafür tun? Ich glaube, eine Sache, die wir wissen, ist, dass konstanter Stress, also wenn das Stressreservoir, über das wir eben gesprochen haben, ja, wenn das konstant leer ist, okay, dann wissen wir wissen, dass wenn das der Fall ist, wenn das hormonelle Reservoir leer ist, mhm, wenn das Immunsystem leer ist, dann haben wir mit Altern extremst zu tun. Mhm. Beispiel. Also das wäre auch dann der Fall bei Burnout, oder? Dass man, ja, absolut, einfach nicht. Das Burnout ist im Endeffekt das Reservoir. Kann nicht mehr auf Stress reagieren. Das Reservoir ist leer. Burnout ist, das Reservoir ist manifest leer. Anatomische Korrelate davon sind die Nebenniere, die unsere Stresshormone ausschütten. Die sind auch anatomisch wie ein Schwamm aufgebaut. Und wenn dieser Schwamm leer gepresst ist, dann ist das Reservoir leer. Und dann haben wir manifestes hormonelles Burnout, was sich durch Nebennierenerschöpfung halt auszeichnet am Ende des Tages. Und wenn dieses Ding leer ist, dann haben wir extreme Alterung. Beispiel, wir wissen, dass, man sagt es so schnell, im Alter die Testosteronlevel fallen. Und man weiß, wenn man nur eine Woche anstatt 9 Stunden 5 Stunden schläft, dann fallen die Testosteronspiegel so, als man 10 Jahre gealtert ist. Das heißt, einer der schnellsten Wege, dieses Stressreservoir zu leeren, ist nicht zu schlafen. Hm. Schlaf ist crazy, weil irgendwann hat sich die Evolution, die sind dafür nicht dafür entschieden, aber daraufhin geformt, dass man Nahrungssuche, Verteidigungsmöglichkeit und Fortpflanzung aufgegeben hat, um einfach nur dort wehrlos zu liegen. Ja. Ja. Krass, ne? Aber das ist im Endeffekt die Möglichkeit, eine der zentralen Möglichkeiten für uns, dieses Stressreservoir wieder, mhm, wieder aufzufüllen. Mhm. Und wenn wir das haben, dann haben wir eine höhere Anzahl an, also quantitativ, aber auch funktionell, an diesem hormonellen Reservoir. Unsere Testosteronspiegel steigen, unsere Wachstumshormonspiegel steigen, die werden in der Nacht ausgeschüttet. Und das ist halt das, was die Haut auch dann wieder jung aussehen lässt. Es gibt dieses Präparat DHEA, was viele, mhm, gerade so vor 10 Jahren war es ein großer Trend, wo viele Frauen sich das gekauft haben, weil es das Verjüngungshormon ist. Das ist in der, genau in der zentralen Mitte dieses hormonellen Stressreservoirs, und Schlaf ist ein zentraler Mechanismus, das wieder aufzufüllen, und mhm, da hilft keine Pille, wenn man nicht schläft. Mhm. Aber man hat ja oft dann diesen Teufelskreis, dass man gerade, wenn man so gestresst ist und auch nicht mehr die Hormone hat, um dem zu begegnen, dann auch nicht mehr schlafen kann. Also dann ist man einfach wach. Gibt es da irgendwas, was man machen kann? Ja, ich glaube, wir können jetzt 2 Arten von Gesprächen führen. Wir können das linear-mechanistische Gespräch führen. Da geht es dann darum, was ist die Pille gegen welches Problem? Ja. So. Ja. Wenn A gleich, also A ist gleich, ja, B. Ja. Aber ich glaube, das machen viele. Da kommen wir nicht weiter. Das ist das, was wir in der Medizin jetzt sehr, sehr lange probieren. Wir merken, wir haben Probleme mit chronischen Krankheiten. Wir merken, dieses linear-mechanistische Modell hilft uns sehr, sehr gut, Leute, die traumatisch irgendwas erleiden, Unfall hatten oder so, Leute am Leben zu halten. Wir merken aber, irgendwie stoßen wir an Limits in der Medizin, in der Behandlung von chronischen Krankheiten. Irgendwie kriegen wir das nicht so richtig gehandelt. Und die Frage ist, warum? Wenn wir eine Pflanze in unserem Zimmer haben und die ist welk, was machen wir? Wir beginnen nicht der Pflanze und malen vielleicht das Blatt grün an. Okay. Wir nehmen auch nicht der Pflanze irgendwelche Substrate ab und gucken, was da falsch ist. Mhm. Sondern wir denken nur darüber nach, in welchem Umfeld lebt diese Pflanze. Mhm. Wir denken darüber nach, welche Ressourcen braucht diese Pflanze. Was für einen Boden, welche Nährstoffe, braucht die mehr Wasser, weniger Wasser, schlechte Luft, mehr Licht, weniger Licht. Mhm. Ein Organismus im Gegensatz zu einer Maschine kann durch das Umfeld geheilt werden, nicht durch die Reparatur. Mhm. Wenn eine Pflanze abbricht, traumatisch, in einem sekundären Ereignis, kann es helfen, die mit Tesafilm oder einem Stock, mhm, zusammenzukleben. Mhm. Deswegen liebe, ich werde oft missverstanden, wenn ich so rede, weil ich liebe die Medizin, wie sie gerade ist. Und ich glaube, es ist ein unglaublich krasses System, was optimiert darauf ist, mhm, Überleben zu maximieren. Und ich liebe die Orthopädie. Ich habe eine unglaubliche Faszination für die Orthopädie. Ich finde es faszinierend, wie Kreuzbandrisse geheilt werden können, Knochenbrüche, spektakulär. Es ist jedoch ein anderes Thema, wenn, mhm, wir über chronische Krankheiten reden, weil es sind Anpassungskrankheiten. Und da muss man über das Umfeld nachdenken. Mhm. Das heißt, es geht darum, der Organismus ist krank, dem Organismus geht es nicht gut. Wie können wir gucken, dass dieser Organismus sein Umfeld modifiziert oder modifiziert bekommt oder Unterstützung bekommt, dass wieder Anpassung passieren kann? Mhm. So, okay, lass uns über Ressourcen nachdenken. Was sind Ressourcen? Nährstoffe
Das heißt, chronische Krankheiten fangen zu einem Baustein ganz groß damit an, welche Art von Nährstoffen führe ich mich zu. Es ist faszinierend zu realisieren, dass jedes einzelne Atom in uns irgendwann gegessen haben, wahrscheinlich innerhalb der letzten 7 Jahre. Also es wurden Kohlenstoffanalysen gemacht, ähnlich wie die das in der Archäologie machen, wo man Kohlenstoffe markiert hat und dann hat man die gegessen oder auch Tieren zugeführt und dann wurde geguckt, wo lassen sich die Kohlenstoffatome nieder und man geht, es gibt keinen fixen Beweis dafür, man geht davon aus, dass wir innerhalb von 7 Jahren jedes einzelne Kohlenstoffmolekül in unserem Körper komplett austauschen. Mhm. Und also das, was wir halt essen, ist das, was wir sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind nicht nur das, was wir essen, sondern wir sind das, was unser Essen gegessen hat. Also ein Beispiel. Pflanzen, die wir essen, die sind wir. Okay. Aber was ist denn diese Pflanze? Mhm. Wie viele Nährstoffe hat diese Pflanze an sich schon? Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Magnesiumgehalt. Der Magnesiumgehalt in Böden ist in den letzten 30 Jahren um 70% gesunken. Mhm. Das heißt, der Magnesiumgehalt in Pflanzen ist in den letzten 30 Jahren um 70% mindestens gesunken. Mhm. Und dazwischen ist aber noch der Faktor der Düngemittel und so, was auch nochmal die Magnesiumaufnahme hemmt. Das heißt, das, was wir früher an Ressourcen hatten, das haben wir jetzt nicht mehr unbedingt an Ressourcen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir aber noch Stressfaktoren, die von uns erfordern, uns anzupassen. Dafür brauchen wir mehr Magnesium. Das heißt, wir haben ein absolutes, so ein schwaches Glied der Kette, ist schon mal im Bereich der Magnesium, des Magnesium-Flows. Und das wäre dann zum Beispiel ein Nährstoff, der ganz, ganz wichtig ist. Und ich will es überhaupt nicht auf den Faktor Magnesium. Das ist nur ein Beispiel für ganz, ganz viele Dinge, die in unserem Umfeld uns als Ressource notwendig sind. Nährstoffe. Ressource Zeit. Wir hatten über dieses Beispiel des Gitarrenspielens gesprochen. Unser adaptives Reservoir braucht eine gewisse Art von Zeit, um diese Anpassungen unternehmen zu können. Wenn wir konstant Stressor und da überhaupt keine Ressource Zeit dazwischen steht, geben wir dem adaptiven Reservoir keine Zeit anzupassen. Das heißt, dann haben wir Anpassungskrankheiten. Ja. Und Anpassungskrankheiten, da reden wir von vielen Autoimmunerkrankungen, da reden wir Anpassungskrankheiten im Sinne des Diabetes, Anpassungskrankheiten im Sinne vieler Demenzformen. Ja. Mhm. Du hast letztens noch ein Foto gepostet von einem Laufband, wie heißt das, an der Kasse, ne? Oh ja. Und du hast geschrieben, da waren so Produkte, die man im Supermarkt kaufen kann. Davon kann 70, 80, 90% kann der Körper nichts davon anfangen, mit dem, was da auf dem Band liegt. Und das war sehr eindrucksvoll, weil das sah vielleicht bei mir ungefähr ähnlich aus. Und es gibt so viele Sachen, du hast jetzt eben ja von den Kohlenstoffatomen gesprochen und so, aber so viele Sachen, die der Körper einfach ja gar nicht gebrauchen kann, die wir zu uns nehmen. Und das, was er gebrauchen kann, das nehmen wir nicht zu uns. Mhm. Ja, Frage ist, wie gesagt, welche Ressourcen brauchen wir? Welche Ressourcen sind zu wenig? Welche Ressourcen sind zu viel? Also ich glaube nicht, dass es generell das Wort, das brauchen wir nicht. Ich glaube, das wäre dann so diese Diskussion, die oft geführt wird, was ist ein Superfood? Was ist kein Superfood? Was ist Gift und was ist Superfood? Mhm. Aber es ist immer das ein Superfood, was du gerade brauchst. wie bei Tetris. Aha. Welcher ist der beste Stein bei Tetris? Der lange oder der vierge? Keine Ahnung. Es ist immer interessant, wenn ich rechts diesen einen schmalen Grat noch zu füllen habe bei Tetris, dann wird auf einmal dieser lange Stein zum Superfood, zum Superstein. Und genauso ist es auch. Und deswegen werden halt viele Dinge jetzt im Moment als Superfood gehandelt. Und das sind einfach nur Dinge, die wir lange nicht haben. Und dann fragt man sich, oh, das Pendel schwingt dabei hin und her. Früher war es mal so. Ja, aber es liegt einfach daran, dass wir das missverstehen, dass immer die Dinge einfach wichtig werden, die wir in dem Moment zu wenig haben. Mhm. Und okay, in welche Richtung schwingt das Pendel jetzt gerade? Ich glaube, es gibt viele Nahrungsmittel, die wir jetzt gerade in Mengen zu uns nehmen, die wir vielleicht gar nicht so brauchen, wo unsere zellulären Setups gar nicht dafür gemacht sind. Stellen wir uns die Zelle vor als eine große Produktionshalle. Da sind ganz einfach reduziert drei verschiedene Tische. Ein Tisch für die Verarbeitung von Fetten, ein Tisch für die Verarbeitung von Proteinen, ein Tisch für die Verarbeitung von Kohlenhydraten. Und dann haben wir ein Zufuhr von Rohstoffen. Da werden also Fette, Proteine und Kohlenhydrate angeliefert. Mhm. Und daraus soll dann Energie resultieren. Und jetzt haben wir halt vereinfacht gesprochen, ein Arbeiter dort, ein Arbeiter dort, ein Arbeiter dort. Mhm. Wenn wir jetzt einmal ein gleiches Maß Fett, Protein, Kohlenhydrat zuführen würden, hätten wir einen Flow. Mhm. Mhm. So. Wenn wir jetzt aber ganz, ganz viele Kohlenhydrate zuführen, ein bisschen Protein und keine Fette, dann langweilt sich der und hier ist Stau. Mhm. Und dieser Stau führt zu Kosten. Das weiß jeder, der eine Produktion mal geleitet hat. Der weiß, zu viel Zeug einzukaufen, und das steht erstmal da rum und das kostet. Mhm.
Das vergammelt. Ja. Das staut sich an, das wird umgebaut zu anderen Dingen. Ja. In der medizinischen Fachsprache, das oxidiert zum Beispiel. Es rostet, es führt zu Entzündung. Und das ist das, wenn ich von Bioflow rede, rede ich von biologischem Flow, dann rede ich davon, dass wir die Zufuhr von den Dingen, die wir von außen einführen, das muss dem, was wir an Produktionskapazität haben, im Flow stehen. Und manche haben halt einen Arbeiter dort, einen Arbeiter dort, einen Arbeiter dort. Mhm. Manche Menschen haben genetisch schon 3 Arbeiter bei der Fettproduktion, 1 Arbeiter bei der Proteinproduktion und keinen bei der Kohlenhydratproduktion oder nur einen. Rein genetisch. Schau dir Eskimos an zum Beispiel. Ja. Eskimos leben seit Jahrtausenden von 90% fast Fett- und Proteinkonsum. Mhm. Fisch, Fleisch, Seehund, Fett. Ja. Die haben also genetisch, sind die optimiert darauf, Fette zu verarbeiten. Mhm. Die haben also ganz viele Enzyme, die dafür optimiert sind, Fette zu verarbeiten. Ganz viele Arbeiter an diesem Tisch 1. Mhm. Und die haben keine großen Arbeiter an Tisch 3. Mhm. Wenn du einen Eskimo hier zu einer deutschen Bäckerei schickst, dann wird es dem nicht so gut gehen. Wir haben viele Eishockeyspieler, die, sagen wir mal, nordamerikanische Wurzeln haben, die auf deutsche Bäckereien treffen. Und das ist eine Analogie, die ich von Harry Swartosch geklaut habe, denen es dann halt nicht gut geht. Denen geht es einfach nicht gut. Und denen geht es besser, wenn sie dann entsprechend ihres zellulären Setups sie da die Ressourcen reinführen. Und das, was ich da gepostet hatte, das war halt ein Kassenlaufband, wo, wenn wir jetzt mal einfach nur auf diese 3 Tische reduzieren, wir halt 90% über den Bereich Kohlenhydratzufuhr haben, fast gar keine Fette und sehr wenig Protein. Mhm. Das heißt, sie haben 2 Arbeiter, die sich langweilen, oder 20 Arbeiter, die sich langweilen, 1 Arbeiter, der komplett überfordert ist. Mhm. Und dann haben wir nämlich ein krasses Ding, was dann passiert. Weil der Flow nicht optimal passt, kommt unten wenig Energie raus. Wir fühlen uns also müde, nicht energetisch, kriegen uns nicht aufgerafft. Mhm. Und andererseits sind die aber auch gelangweilt, also haben wir Hunger. So halt haben wir Sucht. So. Ja. Wir haben also dieses komische Suchtverhalten nach Dingen, wo diese Dinger nach hungern. Mhm. Wir bestreben dann irgendwie doch mal das schnelle Fett uns zuzuführen. Haben doch wieder Bock wie Chips. Und das ist dann so dieses komische Ding zwischen, jetzt bin ich ganz hungrig, aber ich habe auch keine Energie. Auch wieder ein Teufelskreis. Ich wollte noch kurz da, vielleicht bevor wir noch zu ein paar Fragen kommen, sprechen über das, was du über die Pflanze gesagt hast mit dem Umfeld. Und du hast auch viele Ressourcen da genannt. Und dann kommen wir nochmal zurück auf unsere philosophische Ebene, dass vielleicht eben so eine Werteinstellung und die unser Weltbild oder auch Menschenbild, was wir haben, auch eine dieser Ressourcen ist, die in das Umfeld gehört. Und dass wir Stressfaktoren besser begegnen können, nicht nur, weil wir gut schlafen und weil wir eine gute Ernährung haben oder vielleicht auch mal meditieren, sondern weil wir einen Sinn in unserem Leben sehen, auf so einem Weg hin, der uns als Menschen wertvoll für andere Menschen macht. Das denke ich immer. Ne? Du willst nicht einfach so wertvoll werden, sondern du willst auch, dass dein Wert anerkannt wird. Wie du gesagt hast, das finde ich großartig. Der Wert wird ja erst durch die Interaktion kreiert. Ja, ja. Dein Wert muss anerkannt werden, um was wert zu sein. Ja. Was ist das sonst? Ja. Und das ist so, wir haben das eben so eine Art Mythos genannt oder welchen Gott hast du, was glaubst du und was ist deine Erzählung über dein Leben, über wie die Welt ist und welche Aufgabe du in der Welt hast. Mhm. Und da kommt dann für mich, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen von Alexander Batthyány, das heißt Die Überwindung der Gleichgültigkeit, ist von einem existenziellen Psychologen. Und der sagt, ja klar, du kannst immer sagen, die Welt ist schlecht und du musst sie irgendwie besser machen, aber das überfordert dich natürlich total. Ja. Das ist vielleicht auch so, dass du einen super hohen Anspruch an dich hast und dich dadurch noch viel mehr stresst. Ja. Jordan Peterson sagt ja auch zum Beispiel, wenn dein Zimmer auf. Ja, genau. Ja. Ne, stell dir nicht hohe Ansprüche, stell dir niedrige Ansprüche. Ja. Wenn du failst, du scheiterst, dann ist es, weil du dir nicht deine Ansprüche sind nicht niedrig genug, dass man Widerspruch ist. Ja. Du musst es so machen, dass du auch die Stufen erreichen kannst. Mhm. Und dann sage ich, oder der Alexander Batthyány schreibt, du hast in jedem Moment in deinem Leben irgendeinen Ruf, etwas, was dich herausfordert, was dir sagt, ich brauche dich, ein anderer Mensch, ein Umfeld, das, wo du arbeitest und so. Ich brauche dich jetzt gerade. Und so, das sind ganz kleine Sachen. Ein Lächeln vielleicht, so, so die Sache, die man dann so am schnellsten auch produzieren kann. Ja. Und wenn du das als Mythos hast, diese kleinen Aufgaben, die dir immer wieder gestellt werden, wie in einem Computerspiel eigentlich, aber du musst es erkennen, wo sind die Aufgaben, die mir gestellt werden. Ich glaube, dass das auch gut dafür sorgen kann, diesen Stress gut zu verarbeiten, positiv. Ja, ja. Also, wir hatten gestern an der Sporthochschule, das sind hochklassige Trainer, und wir hatten diese Diskussion, da steht dieses Gewinnen im Mittel und wir müssen gewinnen.
Oh fuck, das ist so ein krasses Chaos. Wo fangen wir denn an? Wir wollen die Welt verändern. Ja, aber wie? Wo fangen wir denn an? Und da sind zwei Prinzipien, die man, glaube ich, rausdistillieren sollte. Nämlich das erste Prinzip ist, wir haben alle keine Ahnung, wie das geht. Wir wissen doch alle nicht, wie wir die Welt verändern können. Zum Positiven schon mal, wissen wir schon mal gar nicht, wie das gehen soll. Aber das zweite Prinzip ist wichtig. Es gibt immer einen nächsten Schritt. Einen nächsten Schritt. Den kleinsten, möglichsten nächsten Schritt. Ja. Und der liegt immer in dem Rahmen des Möglichen. Ja. Wenn wir es komplett reduzieren auf die einfachsten Dinge im Leben. Was sind Dinge in unserem Leben, die auf der Skala von extremst schwer, das wäre eine 10, bis extremst leicht umzusetzen, das wäre eine 1, irgendwo eine 2 oder 3 sind, die, wo wir sagen, das ist fucking easy. Das erstmal zu machen. Morgens aufzustehen und etwas, was man für wichtig erachtet, vielleicht Zähne putzen, zu tun. Und wenn man das gemacht hat und etabliert hat, als Angewohnheit geformt hat, dann kommt Schritt 2 und nicht vorher. Und das ist ein einfaches Ding, was ich oft mit Leuten, wenn ich coache, ich habe einige Patienten, die ich über Skype betreue, da geht es nur darum, diesen ersten Schritt zu nehmen und diesen Schritt zu tun. Und wenn wir den tun, dann machen wir den nächsten Schritt, wo ich oft 3-4 Wochen in einem Skype-Gespräch dieses eine Ziel habe, wenn er sagt, ja, das hat mich so, okay, dann machen wir das jetzt noch weiter. Ein bisschen, ja. Ich nehme mir vor, ich möchte mehr Sport machen. Okay, gut. Ich stehe morgens auf, mach einen Liegestütz. Ein Liegestütz ist doch super easy. Ist, fuck, come on, gib mir was Schweres. Ich will die ganze Antwort. Gib mir das ganze Programm. Schreib mir ein Programm. Okay, mach einen Liegestütz. Wenn wir das 2 Wochen gemacht haben, dann passieren im Gehirn spannende Dinge, nämlich das, was uns erstmal ungewohnt erscheint. Wir treffen den ganzen Tag tausende von Entscheidungen, unbewusst. Und diese bewusste Entscheidung, morgens aufzustehen, einen Liegestütz zu machen, muss erst zu einer unbewussten Entscheidung werden. Das ist wie ein Pfad, der sich im Gehirn irgendwann platt tritt und zu einer Straße wird. Und wenn das einfach ein Flow des Alltages ist, das ist so Flow, so ein wichtiges Konzept für mich. Gut, dann können wir den nächsten, dann können wir den nächsten Schritt gehen. Und nicht mehr. Und das, was Jordan Peterson sagt, ist, räum dein Zimmer auf. Und wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, gut, dann kannst du immer gucken, ob du dann noch Bock hast, überhaupt erstmal was anderes zu machen. Mhm. Ob du noch Ressourcen hast, was anderes zu machen. Und komm, wenn jeder sein eigenes Zimmer aufräumt, ist die Welt schon mal cool. So. Und genauso ist auch cool, wenn jeder für sich seinen ersten Schritt macht. Und ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast. Das Chaos ist überwältigend. Aber den ersten Schritt weiß jeder von uns, was der ist. Das ist überschaubar. Es gibt auch dieses Buch von Charles Duhigg, The Power of Habit. Da ist genau diese Theorie. Und das ist viel, viel einfacher dann sogar. Und Gewohnheiten machen das Leben einfacher. Ne? Und du musst halt nur die richtigen Gewohnheiten haben. Aber du hast schon einmal ein Programm, ganz, ganz kurz, vielleicht auch ein bisschen scherzhaft, aufgestellt. Das fand ich sehr interessant. Und zwar, was die Ernährung angeht. 6 Wochen einfach nur Fleisch, Gemüse essen und Wasser trinken und einen Tag in der Woche fasten, habe ich das so. Und Salz war noch dabei, Bitte? Salz war noch dabei. Ah, okay. Fleisch, Gemüse, Salz, Wasser. Und wenn wir es 3 Monate gemacht haben, kommt Level 2. Warum willst du so eine, ich meine, wir haben eben darüber genetische Prädispositionen gesprochen. Warum würdest du das jetzt so erstmal pauschal empfehlen? Das ist daran positiv. Ja, ich glaube, wenn du, sagen wir mal, du nimmst 200 der besten Ernährungswissenschaftler der Welt, setzt sie zusammen und oft ist ja dann das Erste, was sie machen, über die Unterschiede zu reden, aber stellst die einfache Frage, okay, wo sind wir uns denn einig? Und ich glaube, wo man hinkommen wird, ist, dass man zumindest in einem großen Teil einen Konsens finden würde, dass Vitamine und Nährstoffe aus Gemüse sind ziemlich wichtig sind. Und zwar echte Vitamine und Nährstoffe aus Gemüse in einem gewissen Maße, dass wir auch nicht aus vielen der industrialisierten Produkte rausbekommen. Also echtes Fleisch und echtes Gemüse, ist das schon mal was Wichtiges ist. Viele werden sich auch einig sein, auch wenn das ziemlich, oh Mann, wir kommen hier in ein spannendes Areal rein. Auch wenn das ziemlich ideologisch und politisch infiltriert ist, dieses Gebiet, auch Fleisch ist ein essentieller wertvoller Nährstoff, Fleisch als Nährstoff, aber essentieller Input für den Menschen. Und genauso ist es auch Salz. Es gibt Diskussionen, gibt es zu viel Salz, zu wenig Salz, aber was wir wissen ist, kein Salz führt zum Tod. So. Und genauso ist das mit Wasser. Und was ich halt in meiner Praxis, ich sehe mich davor als Praktiker, was ich in meiner Praxis halt sehe, ist, dass wir uns viel zu oft auf die Unterschiede und die Details werfen. Und uns versuchen, kognitiv zu verarbeiten, was ist denn jetzt das Richtige, was kann ich noch tun, anstatt im Habit, in der täglichen Angewohnheit, das Essen zu leben. Und wir reden viel zu schnell über Ernährung, obwohl wir
uns eigentlich einfach nur aufs schönes Essen konzentrieren sollen. Einfach nur gutes Essen. Mhm. Und Essen ist ja das, was die Natur uns zur Verfügung stellt. Und das ist natürlich so eine Diskussion, wie weit können wir es auch modifizieren oder sollten wir es auch modifizieren? Von Haltbarkeit hat ja auch einen Vorteil. Aber so, sagen wir mal, es gibt immer einen nächsten Schritt. So, immer das, wo wir wissen schon, was gut ist. Und einfach da immer den nächsten kleinen Schritt zu gehen, die Qualität von dem, was wir essen, auf das kleine nächste Level zu bringen. Ich habe in meinem Buch, habe ich so die 5 Stufen der Nahrungsmittelqualität gebracht. So von Stufe 5, das Beste, was es gibt, ist Omas Vorgarten. So, okay, können wir immer Omas Vorgarten erreichen? Nein. Dann ist vielleicht Stufe 4 Nahrungsmittel oder Gemüse, Biozertifikat aus dem Supermarkt. Mhm. Das ist schon mal Stufe 4. Ist es das Beste? Nein, Omas Vorgarten ist das Beste. Mhm. Aber kriegen wir es immer? Nein. Stufe 3 sind halt nicht biologische Gemüse- und Fleischsorten. Ist das das Beste? Nein. Aber wir sollten uns vielleicht auch ein bisschen distanzieren von, was ist denn das Beste, was aber vielleicht auch unerreichbar ist, nicht praktikabel ist. Einfach gucken, was ist innerhalb unseres Rahmens der nächste kleine Schritt, die Qualität nach oben zu bringen, um unsere adaptiven Ressourcen nach oben zu bringen, weil die geben uns Energie, die geben uns Power, die geben uns Flexibilität. Um dann vielleicht auch den Stufe 4 oder 5 irgendwann zu erreichen mit dieser Energie. Ja, vielleicht kommen wir dahin, vielleicht aber auch nicht. Sollen wir mal ein paar Fragen durchgehen? Let's go. Also ihr habt auf Instagram und auf Facebook ganz viele Fragen gestellt. Ah, ganz viele waren es nicht, aber so, dass sie noch übersichtlich sind. Übrigens im Instagram Stream, wenn ihr da Fragen habt, ne, auch an so von der philosophischen Perspektive, haut sie raus. Ich kann es. Ich schau mal gerade. Guck mal, vielleicht fetzen die sich da schon manchmal. Aber ich habe Fragen. Wenn ihr philosophische Fragen habt oder wo ihr das Gefühl habt, da kommen wir hier einen Schritt weiter, dann let's do it. Ja. Meinung zu Intermittent Fasting, da haben wir schon direkt eine ganz praktische Frage. Oh, ja. Intermittent Fasting, kurz auf Deutsch übersetzt, ist intermittierendes Fasten, bedeutet einfach nur ab und zu nichts zu essen. Man kann das viel, viel komplizierter machen, ja, aber im Generellen geht es darum, ab und zu nichts zu essen. Und was halt passiert ist, wenn wir ab und zu nichts essen, ist, dass sich gewisse Stoffwechselprozesse im Körper wieder sortieren können und regulieren können. Autophagie ist so ein Prozess, der da eintritt. Autophagie heißt selbst Phagie fressen, also Selbstverdauung, dann geht es im Endeffekt darum, dass die Müllabfuhr im Körper anfängt aufzuräumen. Mhm. Ich habe da mal das Beispiel eines Streetfood-Festivals benutzt, wo ich mal war. Man ist auf diesem Streetfood-Festival, alle sind Essen, überall gibt es Essen, man isst die ganze Zeit weiter und überall und fällt mehr Müll auf den Boden. Und dann aber, wenn das Ding vorbei ist und alle weg sind, dann kann die Müllabfuhr kommen und aufräumen. Und deswegen ist das, was passiert. Die Müllabfuhr kommt dann, räumt auf und dann können sich diese Stoffwechselprozesse wieder sortieren. Und wir sind genetisch, biologisch dafür gemacht. Wir haben Prozesse in unserem Körper, die dafür gemacht sind, ab und zu nichts zu essen, weil das unsere genetische Herkunft ist. Ab und zu haben wir was gejagt oder gesammelt und haben dann viel Essen gehabt. Und manchmal hatten wir Phasen, wo wir durch Hungerphasen gehen mussten. Und darauf sind wir angepasst. Und dann können wir sehr, sehr gut umgehen. Wir haben Mechanismen, die dann anspringen. Unter anderem auch die Ketose, die als dieser Kompensationsmechanismus genau dafür da ist, mit solchen Phasen umzugehen. Und das hat man erkannt, auch wissenschaftlich, dass das sehr vorteilhaft ist. Man hat zum Beispiel zwei Arten, also die gleiche Spezies an Ratte genommen, hat die in zwei Gruppen aufgeteilt und hat denen die gleiche Menge an Essen gegeben, aber der eine hat konstante Zufuhr bekommen und die andere hat einmal viel und dann aber auch für eine lange Phase nichts mehr bekommen. Und was spannend war, ist, die zur konstante Nahrungszufuhr hat mehr Körpergewicht zugenommen, hatte negativere metabolische Faktoren, auch im Sinne von Entzündungsparametern, und ist schneller gealtert. Mhm. Im Sinne der, es gibt einen genetischen Faktor, den man sich angucken kann, das ist die Länge der DNA im Endeffekt. Mhm. Weil mit dem Alter wird immer ein Teil der DNA abgeschnitten durch die Telomerase, so Schnippel, Schnippel, Schnippel. Und je älter wir werden, desto kürzer wird die DNA. Und die Mäuse, die intermittierend gefastet haben, die hatten das weniger. Mhm. Also auch auf die Frage zurückzukommen, wie kann dieser Typ 30 Jahre ausgesehen haben? Fasten ist ein Teil davon. Ja. Ist ein definitiver Teil davon. Wir wissen, dass Fasten, wenn wir einen Faktor wissen, der uns weniger altern lässt, dann ist das Fasten. Mhm. Einmal in der Woche für 60 Stunden? Also intermittierendes Fasten gibt verschiedene Modelle. Und wie gesagt, man kann es kompliziert machen. Ein zentrales Modell ist so diese 8-16 Hunger-Essensperiode. Das heißt, du hast ein 8-Stunden-Fenster, in dem du isst, und ein 16-Stunden-Fenster, in dem leider du fastest. Leider nicht andersrum. Wir haben das Schlafensfasten. Auch das wäre schon eine Form des Fastens.
Für Leute, es gibt Leute, und das nennt sich Night Eating Syndrome, die können nichts dagegen tun, außer nachts aufzustehen und zu essen, weil die metabolischen Wege danach so süchtig sind, ja, dass sie konstante Nahrungszufuhr brauchen. Und dann ist auch 16 Stunden Essen und 8 Stunden Fasten der erste Schritt. Und, okay, aber das 8-16-Prinzip ist auch das 8-Stunden-Fenster, in dem du isst, und ein 16-Stunden-Fenster, in dem du fastest. Das heißt, wenn du um 10 Uhr dein erstes Frühstück hast, bis um 18 Uhr dein letztes Abendessen, und that's it. Alles andere außenrum ist nur Wasser. Könnte man ja schaffen. Könnte man schaffen. Und ich habe das lange Zeit auch praktiziert, habe für mich aber gemerkt, es passt nicht so richtig in mein Leben. Für mich ist das nicht der richtige erste Schritt. Ich bin darauf umgestiegen, einmal die Woche das zu machen. Ich habe auch gemerkt, dass es für viele Leute ganz gut klappt. Und es passieren auch ein paar interessante psychologische Prozesse, wenn man einfach einen Tag die Woche einfach nichts isst. Dass man merkt, dass man das kann, oder? Ja, ja, dass das geht. Und dass man auch merkt, dass Essen oft nichts damit zu tun hat, dass man das wirklich metabolisch braucht. Mhm. Man denkt immer, man braucht es jetzt unbedingt. Ja, aber eine Sache, die krass ist, an den Tagen, wo man fastet, fängt man an, früh ins Bett zu gehen. Es gibt Tage, obwohl ich sonst vielleicht um 22:30 mal ins Bett gehe, an den Tagen, wo ich faste, gerade in den Anfängen, sind meine Freundin und ich dann 8:30 so, du, Anni, soll mal schlafen gehen? Ach ja, man wird sich halt am nächsten Tag und freut sich aufs Frühstück. Und so. Ja, und ja, das shiftet irgendwann. Irgendwann, wenn man das regelmäßig macht, einmal die Woche nichts zu essen, dann fällt es leicht. Und dann hat man auch andere Tage, wo man einfach mal ein Frühstück nicht hat oder einfach mal ein Mittagessen nicht hat, einfach mal ein Abendessen nicht hat. Und das ist cool. Ja. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Also die Frage war von Dome Köln. Muss man ja mal vorlesen. Sehr gute Frage. Ralf so fragt, warum die Glatze? Das ist keine Entscheidung. Das ist schon eine Antwort darauf, ne? Lalena Paradiso fragt, ich bin der Meinung, Lebensmittel sollten möglichst naturbelassen sein, also nichts mit low, jetzt sehe ich die Antwort, also ja, naturbelassen. Ob das, ist das ein Mythos oder stimmt, haben wir eigentlich schon eben weitestgehend beantwortet, kann man sagen. Ne? Ja, ja, ich denke, wir haben ein Antwortmodell dafür, ne? Also es gibt bei nicht naturbelassen, also ich sage mal so, die Evolution ist ein System, das über Jahrmillionen Jahre darauf optimiert ist, Leben zu maximieren und Fitness, also auch Reproduktionsfähigkeit zu maximieren. So, das hat die Evolution über Jahrmillionen Jahre gemacht mit uns. Und wir wissen, dass wir die Spermienqualität von Männern in den letzten 30 Jahren rapide gesunken ist. Wir haben weniger Spermien, weniger qualitative Spermien, Unfruchtbarkeit wird immer größer, das heißt, unsere evolutionäre Fitness nimmt ab. Irgendwas stimmt nicht. Ernährung ist ein Faktor. Und bei Nahrung muss man sich fragen, bei industrialisierter Nahrung muss man sich zwei Dinge fragen. Einerseits, was ist dort nicht drin, was in der natürlichen Nahrung drin wäre? Da reden wir über Vitamine, Nährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und alles andere, was es gibt, was wir noch nicht kennen. Und dann ist die Frage, was ist dort drin, was in der Natur nicht drin gewesen wäre? Und da gibt es natürlich Dinge, die Nahrung haltbar machen, die unser Körper nicht so gut kennt. Das sind Dinge, die unser Körper evolutionär nicht gut kennt, zum Beispiel das Thema Gluten, was ja prinzipiell erstmal was ist, was in der Natur schon vorhanden ist, aber vor allem für unsere mitteleuropäischen Gene nicht so bekannt ist. Und das hängt dann ein bisschen davon ab, wo sind wir genetisch her und wo wurde die Agrarkultur früher kreiert. Zum Beispiel weiß man, dass so die Ursprünge der Agrarkultur, ja, so im Bereich Iran, auch früheres Jugoslawien, und die haben relativ früh mit Agrarkultur 5.000, 6.000 Jahre begonnen. Und wir in Mitteleuropa, das war ja so 2.000, vielleicht 3.000 Jahre. Das heißt, die haben 3.000 Jahre Vorsprung, genetischen Vorsprung. Da reden wir von 100 Generationen. Das heißt, die sind ein bisschen besser adaptiert an das, was wir aus Weizen und so zu bekommen. Und daraus entstehen halt unterschiedliche Verträglichkeitsgrade von Gluten. So. Wir als Mitteleuropäer tendenziell sind halt welche, die auf Gluten, unser Immunsystem kann das noch nicht so richtig einordnen und reagiert dann primär erstmal mit einem, das will ich nicht haben, schüttet also eine Entzündung aus, und das hat ganz viele Trickle-Down-Effekte, die nicht so positiv sind. Das ist also ein Faktor. Was ist da in der Nahrung drin, die ich vielleicht nicht so gut vertrage? Dann aber auch so komplett synthetische Stoffe. Das Thema Glyphosat ist ein großes Thema. Bayer hat ja jetzt gerade Monsanto gekauft. Monsanto ist eine große Firma aus den USA. Die haben ein Düngemittel entwickelt, das auf der Glyphosatbasis funktioniert. Und ca. 70-80% aller Pflanzen der Welt werden mit Glyphosat behandelt. Also vor allem das ganze Mais und Sojas der Welt werden mit Glyphosat behandelt. Das ist ein Stoff, wo man weiß, dass unser Körper nicht so gut das einordnen kann. Es ist eine große Diskussion, ob es krebserregend ist oder nicht. Da hat der Bayer auch einige Prozesse gerade verloren. Die Bayer-Aktie ist auch richtig abgeschmiert deswegen. Was man aber auch vor allen Dingen auch weiß, ist, die Interaktion mit unserem hormonellen System ist nicht sehr förderlich.
Und das sind halt alles Fragen, die man sich stellen muss bei industrialisierten Nahrungsmitteln. Ja, und meine kurze Antwort darauf ist, was ist Schritt 1? Gibt es einen Weg Richtung Omas Vorgarten? Und ich finde, den sollte man zur aktuellen Zeit halt so gut es geht gehen. Mr. Big Mo fragt, was hält Gerrit von CrossFit als Profisport? Als Profisport? Das ist, glaube ich, der Fokus. Das ist eine geile Frage, weil die Frage ist eine andere als, was hältst du von CrossFit als System für Fitnessoptimierung? Mhm. Das ist auch eine andere Frage als, was hältst du von CrossFit, um als Profisportler besser zu werden? Das sind unterschiedliche Fragen. Ja, die Frage von CrossFit als Profisportart, ich liebe es. Ich finde es richtig geil. Das ist eine andere Form der Competition und Leute werden... Es ist so simpel. Aha. Es ist so simpel. Bewege dich in ganz vielen verschiedenen Dingen, renne, laufe, schwimme. Das, was als Mensch irgendwie in uns liegt, das, was wir können. Mhm. Eislaufen, ich bin ja viel im Eishockey, ist jetzt erstmal nicht so natürlich. So komisch. Wie kamen wir darauf, auf dem Eis zu laufen, mit so einem Stock in der Hand so eine Scheibe hin und her zu schieben? Komisch. Mhm. Aber gerannt, gesprungen, schwere Dinge wie Steine, das haben wir schon immer gemacht. Das ist irgendwie so ein tiefer Drive, der in uns liegt. Und als Sportart finde ich CrossFit überragend. Das war ja was, wo CrossFit hochkam, war man sich noch nicht so klar, wie man das einordnen soll. Und viele Sportler haben CrossFit genommen und das genommen als, das nutze ich, um damit besser in meiner Sportart zu werden. Mhm. Und das geht schief. Genauso ich kann nicht einfach eine Sportart nehmen, mit dem Ziel, besser in einer anderen Sportart zu werden, ohne zu gucken, wo sind die Schnittstellen, wo sind aber auch Dinge, die sich reiben. Mhm. Also CrossFit zeichnet sich ja dadurch aus, dass es in der Urform, nämlich der so funktioniert, crossfit.com war eine Seite, da stand dann einfach ein ultra hartes Trainingsprogramm drauf. Und das hat dann die ganze Welt gemacht. Mhm. Das war die Urform des CrossFits, das war die Uridee des CrossFits. Das, was auch Freeletics jetzt gerade macht. Mhm. Ein Workout, das macht die ganze Welt. So. Natürlich, im Profisport geht es dann auch darum, das Stressreservoir entsprechend Belastungen zu timen, wann sie notwendig sind. Mhm. Dinge zu tun, die mich in der Sportart besser machen und nicht einfach irgendwas, weil Erschöpfung produzieren ist einfach. Mhm. Jeder von euch, der zuschaut, kommt her, ich kann euch eine halbe Stunde mache ich euch fertig. Kein Problem. Jemanden fertig zu machen ist easy, aber jemanden besser zu machen ist ein bisschen tricky. Und CrossFit einfach zu nehmen, in eine andere Sportart reinzuwerfen, das funktioniert nicht. Okay. Das führt zu erhöhten Verletzungen. Das führt auch nicht unbedingt dazu, dass er sich besser auf die Sportart adaptiert, die er eigentlich primär machen will. Und genauso funktioniert es auch nicht, einfach CrossFit zu nehmen, um gesünder und fitter zu werden. So, wenn einfach everyday people einfach CrossFit machen in der Urform, einfach irgendein Workout, boom, go, klappt nicht, funktioniert nicht. Es ist einfach ein sehr, sehr enger Filter. Das ist wie ein Gulag. Die CrossFit-Leute werden mich wahrscheinlich hassen. Aber es ist wie ein Gulag. Es gibt also diese Diskussion, boah, diese Gulags, diese russischen Lager, die haben die Leute richtig hart gemacht, weil alle, die aus dem Gulag rauskommen, sind taffe Burschen. Na gut, aber was sind die, die überlebt haben? Ja, es gab früher in der Wissenschaft, da gibt es Forschung aus New York da haben sie sich gefragt, ob Radioaktivität geil ist, um Menschen besser zu machen, weil die haben halt rausgefunden, dass wenn ich Ratten mit Radioaktivität produziere, dass da richtig starke Ratten rauskommen. Mhm. Ja. Du filterst halt die raus, die das vertragen, die das überleben. Und das ist CrossFit in der Urform. Wenn man es wirklich roh betreibt, ist das ein Filter primär. Mhm. Ja, es kommt am Ende, die es überleben, sind richtig krass. Aber es sind halt nicht viele, die es überleben. Und das Schöne ist, dass sehr, sehr viele in der CrossFit-Szene das auch schon lange erkannt haben. Sie gesagt haben, okay, das ist vielleicht das, wo wir hinwollen, aber wir müssen gewisse Schritte, wir müssen das aufbauen, wir müssen progressiv aufbauen, wir müssen den Leuten erstmal die Bewegungen beibringen. Wir müssen gucken, sag mal, der hat jetzt vielleicht die letzten 10 Jahre gesessen, der kann vielleicht noch nicht eine schwere Kniebeuge mit 100 Kilo machen, der kann nicht sofort sprinten. Wir müssen erstmal Beweglichkeit aufbauen, Stabilität aufbauen, leichte Übungen anfangen, Step by Step, und da wollen wir vielleicht hin, aber da muss auch nicht jeder sofort hin. Und das ist das Geile, das hat CrossFit erkannt, das haben alle guten Trainer erkannt. Und deswegen sehe ich das insgesamt als richtig positive, geile Entwicklung, wo Leute mehr Spaß und Bewegung haben. Das Schöne ist ja, es gab ja diese Fitnessstudios und man ist da hingegangen für Fitness, aber man ist auch irgendwie, hat sich immer dahin gezwungen. Warum? Weil man hat sich so eingefärbt gefühlt. Und dieses Ding, dann muss man so 10-mal muss zählen. Komm, das ist langweilig. Aber irgendwann haben Leute gesagt, hey, lass uns wieder zur alten Bewegung, Turnvater Jan, lass uns zu solchen Bewegungen zurückfinden. Auf einmal konnte man sich wieder entfalten. Weil man konnte man wieder seinen Körper spielen lassen im Raum. Und
war wieder ein gewisses Maß an Freiheit da. Mhm. Und ich glaube, das hat CrossFit richtig, richtig geil gemacht, da diesen Spirit wieder zum Leben zu erwecken, dass Bewegung was Schönes ist. Mhm. Auch draußen in der Natur. Dann. Ja. Was haben wir noch? Das hier, richtig. Noch immer gibt es die mehr, Sam Bennett fragt, dass man ohne Frühstück laufen gehen soll, um Fett abzubauen. Es gibt jedoch andere Märchenonkel, die sagen, dass man die Kohlenhydratspeicher befüllen muss, um abzunehmen. Wieder andere sagen, keine Kohlenhydrate, kein Fett. Gut, das ist wahrscheinlich auch so eine genetische Frage. Im Prinzip scheint alles falsch und alles richtig zu sein. Was ist denn aus seiner Sicht oder aus deiner der richtige Weg? Und wird das Frühstück als wichtigste Mahlzeit des Tages überbewertet? Wenn man eine Entweder-Oder-Frage stellt, wird man, glaube ich, immer die falsche Antwort bekommen. Wenn man die Frage umformuliert in wenn, dann, dann kommt man, glaube ich, auf eine coole Synthese von Dingen. Frühstücken und nicht frühstücken hat gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Ne? Also wenn du Leistung haben willst, willst du zum Beispiel die schnellste Zeit laufen, das ist ein Wettkampf, ja, frühstücken macht dich leistungsfähiger. Genauso, wenn du Kohlenhydratspeicher gefüllt hast von einem Marathon, wirst du einen guten Marathon laufen. Okay, das ist also Leistungsfähigkeit. Aber was ist mit Anpassungsfähigkeit? Wenn du nur besser werden willst, dann musst du anders denken. Ich glaube, dann geht es darum, okay, wie kann ich denn jetzt meinem Körper beibringen, auch auf wenig Nährstoffzufuhr trotzdem gezwungen zu sein, Energie zu generieren? Darum geht es beim gefasteten Training. Wir haben viele Sportler, wo es darum geht, in Trainingsphasen, wenn die Ausdauer sich verbessern soll, dann frühstücken die nicht und machen ihr Ausdauertraining. Mhm. Weil dadurch muss der Körper lernen, Energie zu generieren, obwohl eigentlich keine da ist. Ja. Sondern muss er anfangen, aus Fetten Energie zu gewinnen. Muss gewissermaßen die Ketose, über die wir eben gesprochen haben, anstellen. Die Enzyme, die dafür verantwortlich sind, aus Fetten Energie zu gewinnen, werden optimiert, werden hochgefahren. Und das hilft. Wenn ich jetzt jedes Mal frühstücken würde, dann würde mein Körper diese Stoffwechselprozesse vielleicht niemals anschalten müssen. Das heißt, nicht zu frühstücken und zu trainieren ist gut, um diese Stoffwechselprozesse zu trainieren, aufzubauen. Wenn du die beste Zeit laufen willst, frühstücke und iss Kohlenhydrate. Okay, Mirta Bene schreibt, gibt es einen empfehlenswerten Ratgeber, Buch, Video, Webseite, App für Hautknochenlauche? Achso, okay, das war ein. Die beim besten Willen nicht zunehmen. Ja. Hardgainer. Buch. Ein Buch für Hardgainer. Ich kenne kein spezielles Buch für Hardgainer. Bei Hardgainern sind ein paar Prinzipien, die da am Laufen sind. Eine Sache, die ich bei Hardgainern häufig sehe, ist, dass ihr Magen-Darm-Trakt nicht in der Lage ist, die Nährstoffe aufzunehmen. Das heißt, sie essen ganz, ganz viel, denken sich, ich esse so viel, ich muss doch irgendwie zunehmen, ich zähle meine Kalorien, ich komme auf 4000 Kalorien, ich nehme nicht zu. Okay, hast du auch schon mal die Kalorien gezählt, die unten rauskommen? Weil eigentlich müsste man, wir werden ein bisschen vulgär, aber lass uns an, eigentlich müsste man den Kothaufen in eine kalorische Kammer stellen, den anzünden und gucken, wie gut er brennt. Dann weiß man den kalorischen Wert von dem, was unten rauskommt. Das ist oft sehr hoch bei Leuten, die im Magen-Darm-Trakt Probleme haben. Sie können also sind nicht in der Lage, die Nährstoffe aufzunehmen. Wenn wir zum Beispiel eine Entzündung im Magen-Darm-Trakt haben, dann sind wir nicht so gut in der Lage, Nährstoffe aufzunehmen. Wenn wir eine geringe Magensäureproduktion haben, das heißt, Speichelproduktion sorgt ja auch schon dafür, dass wir Nährstoffe aufbrechen können. Mhm. Wenn wir ein Stück Toast in den Mund nehmen, das länger dort halten, werden wir schmecken, dass es süß wird, weil die Amylase im Speichel anfängt, die lange Kohlenhydrate aufzuspalten, einzelne Zuckermoleküle. Mhm. Und dann geht's weiter im Magen. Im Magen haben wir ein sehr saures, im besten Fall saures Milieu, was vor allen Dingen uns hilft, Proteine aufzuspalten. Und diese Magensäure geht dann auch weiter und aktiviert die Bauchspalte, nicht die Bauchspalte, die Gallensäure, die in der Lage ist, Fette aufzuspalten. Okay, wenn wir jetzt im Bereich der Magensäure keine ausreichende Produktion haben, sind wir im Bereich des Magens nicht in der Lage, Proteine aufzuspalten und im Bereich der Bauchspalte, der Galle, nicht in der Lage, Fette aufzuspalten. Das heißt, die gehen quasi unverdaut durch. Mhm. Wenn du zum Beispiel auf Toilette gehst und der Haufen schwimmt, liegt das daran, dass viele Fette im Stuhl sind, weil deine Galle nicht in der Lage war, die aufzuspalten. Magensäureproduktion anzukurbeln, ist ein wichtiger Schlüssel zum Beispiel für Hardgainer. Welche Wege gibt es? Ein regelmäßiger Tag-Nacht-Zyklus ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um Magensäureproduktion zu machen, weil Magensäureproduktion extrem vom regelmäßigen zirkadianen Tag-Nacht-Rhythmus abhängig ist. Einfacher Fix ist, morgens ein Glas Wasser mit ein bisschen Salz und Zitrone zu essen. Das ist etwas, was Magensäureproduktion stimuliert. Leicht, wenn man nicht frühstückt, wenn man nie frühstückt, dann wird die Magensäureproduktion nicht gut sein, weil der Körper einfach nicht, weil er denkt, da kommt sowieso nie was zu essen, dann brauche ich auch keine Magensäure. Das
führt auch dazu, dass man nicht so gut wach wird, weil Magensäure auch uns wach macht. Das heißt, regelmäßig aufzustehen und regelmäßig auch mal zu frühstücken, nicht immer, weil haben wir eben darüber gesprochen, aber regelmäßig auch mal zu frühstücken, sorgt dafür, dass wir eine gute Magensäureproduktion haben. Und die hilft uns dann, wie gesagt, dabei, Proteine aufzuspalten und aus der Nahrung rauszugewinnen und Fette aufzuspalten aus der Nahrung rauszugewinnen. Da gibt es eine riesige Diskussion in der Medizin, weil es gibt auch das Thema Sodbrennen mit zu viel Magensäureproduktion. Das heißt, wenn man Säureblocker nimmt, das ist ein Thema mit Heartgainern. Ich denke, dass es oft, nicht oft, aber dass es Situationen gibt, in denen Sodbrennen auch wegen zu wenig Magensäureproduktion kommen kann. Und dass man das sehr genau diagnostizieren lassen sollte, ob es das Sodbrennen eine Situation von zu viel oder zu wenig ist. Okay. Ja. Nimmt man ja erstmal nicht an dann. Ja. Das ist auch eine interessante Frage von Rudi Schmidt. Wie werde ich diesen schrecklichen Muskelkater nach einem Halbmarathon schnell wieder los? Der hat das nämlich am Wochenende gemacht. Und Carb Sunden schreibt übrigens dazu als Kommentar, ab ins Eisbad mit dir. Macht zwar den Anpassungsreiz zunichte, ist aber wirklich effektiv gegen Muskelkater. Ist ein guter Tipp. Ja, aber du, das sind zwei große Aspekte. Erstmal finde ich die Antwort von dem anderen Typen cool. Würde ich unterschreiben, kommen wir gleich zu. Und der beste Weg, Muskelkater zu vermeiden, ist die gleiche Frage. Gerrit, ich habe gestern 4 Liter Bier getrunken, für mich scheiße heute. Was kann ich tun? Ja, der beste Weg ist, erst ein Bier zu trinken für eine Woche, dann darauf 2 Bier zu trinken, dann 3 Bier zu trinken, dann 4 Bier zu trinken. Und irgendwann trinkst du 4 Liter Bier und merkst es nicht mal am nächsten Tag. Ja, wenn wir einfach aus dem untrainierten oder sagen wir nicht optimal trainierten Zustand heraus den Halbmarathon laufen, dann ist unser Körper, unsere Muskulatur, unsere Sehnen, unser hormonelles System, unser motorisches System gar nicht auf diese Belastung angepasst und das fühlt sich am nächsten Tag richtig scheiße an. Das heißt, das Erste, was man tun sollte, um besser zu regenerieren, ist Anpassungsfähigkeit aufzubauen, Belastbarkeit aufzubauen, strukturiert. Wenn es jetzt um spezielle Restaurationsmethoden geht, wie kann ich jetzt, wenn ich einen Muskelkater schon habe, den loswerden, finde ich es eine geile Antwort, die er gegeben hat, weil man weiß von Eisbädern, dass sie Muskelkater reduzieren, weil Eis Entzündungen wegnimmt. Eis reduziert Entzündung. Ja? Aber Entzündung ist ja auch wichtig, um besser zu werden. Das war das, was wir mit der Gitarre hatten. Ja. Wir spielen Gitarre, dann kommt das Immunsystem, sorgt für die Entzündung und die macht uns besser. Wenn wir die immer blockieren, einfach die Entzündung, zum Beispiel Schmerzmittel ist ein Weg, die Entzündung zu blockieren, Eisbäder ist ein Weg, die Entzündung in Anführungszeichen zu blockieren. Wenn wir das immer machen, dann sind die Trainingserfolge auch nicht die höchsten. Praktisch bedeutet das, das ist ähnlich wie mit der Frage zum Frühstück, sind wir in einer Anpassungsphase, wo es darum geht, besser zu werden, dann würde ich das Eisbad nicht machen und mit dem Muskelkater leben. Wenn ich besser werden will, dann muss ich das Frühstück weglassen, muss ich nicht, aber dann ist eine sinnvolle Sache in manchen Situationen, das Frühstück wegzulassen und daraufhin zu laufen und damit zu leben, dass ich schlecht laufe. Wenn ich allerdings Leistung haben will, dann soll ich frühstücken und soll ich Kohlenhydrate essen, den Halbmarathon laufen. Und wenn ich dann weiß, nach dem Halbmarathon kann ich nicht mit dem Muskelkater leben, weil ich habe am Tag danach ein wichtiges Meeting oder ich habe einen anderen Wettkampf, dann ins Eisbad. Ja. Wie ich das bei Tim Tebow mal gesehen habe, dass er sich da immer in Texas in seine Eiswanne gelegt hat. Ja, boah, ich habe im College in Wisconsin gespielt und Wisconsin ist so ein kontinentales Klima. Oh, ja. Du hast halt das halbe Jahr ist minus 20 Grad und das andere halbe Jahr ist plus 30. Und du halt im Sommer plus 30 Grad und hast 12 Stunden Football gespielt, die Füße brennen ohne Ende, alles einfach so heiß und anstrengend und tough. Und danach ist es Eisbad. Das ist beautiful. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, wir sind schon durch. Nein, wir haben noch eine sehr interessante Frage. Mhm. Ja, wir machen das jetzt einfach so, sonst schneide ich das, oder? Das ist wieder noch eine philosophische Frage von Isabel Prophet. Sportler werden gern als Selbstoptimierer beschimpft, als Menschen, die zu viel Energie in sich selbst stecken, in Verbesserung, in Igitt, Schönheit und Fitness. Was antwortest du dieser Kritik? Dass Selbstoptimierung sowas Schlechtes sein. Was ist das Gegenteil? Was ist das Gegenteil von Selbstoptimierung? Und wo ist der Sweet Spot? Hans Selye, das ist ein Stressforscher, von dem wir immer erzählt, alles, was wir über Stress, Burnout und Belastung und Regeneration wissen, hat viel, zumindest vom Verständnis davon angefangen, mit den Büchern von Hans Selye. Das ist ein österreichischer Stressforscher, der hat ein Buch geschrieben, Der Stress des Lebens. Auch diese Wörter wie Distress, Eustress, das kommt alles von ihm. Mhm. Und das generelle Anpassungssyndrom und so. Und er fängt dieses Buch an mit einem Beispiel aus der Biologie. Und das habe ich heute schon ein paar Mal fallen gelassen. Nämlich, wenn zwei Zellen miteinander in Interaktion stehen, gibt es mehrere Szenarien, abhängig davon, wie viele Ressourcen da sind.
Szenario Nummer 1 ist, Zelle 1 tötet Zelle 2, alle Ressourcen für sich. Szenario Nummer 2 ist, Zelle 1 wird zum Parasit. Mhm. Zelle 2 wird Wirt. Dadurch sterben auch beide. Mhm. Szenario Nummer 3 ist Symbiose. Und das Szenario Nummer 3, das sehen wir jeden Tag, wenn wir durch die Stadt laufen und mal auf den Beton gucken. Und da sehen wir so grüne Flecken. Mhm. Und diese Flecken sind eine Symbiose aus Pflanze und Pilz. Mhm. Das ist eine Flechte. Und diese Flechten sind spannend, weil da ist eine Pflanze, die Photosynthese betreibt und dem Pilz Zucker gibt. Und da ist ein Pilz, der diesen Zucker nimmt und daraus vor allen Dingen Nitrat an die Pflanze weitergibt. Und dadurch können die in Symbiose leben. Das klappt aber nur dadurch, dass Zelle 1 sagt, ich sorge primär dafür, dass ich weiter existieren kann. Und dafür brauche ich X. Mhm. Und dann, dadurch kann ich auch abgeben. Und dann kann ich es dir geben und dann bekomme ich wieder. Also daraus entsteht dann so ein Kreislauf. Die Frage, das ist egoistischer Altruismus oder altruistischer Egoismus, wo startet es? Es geht darum, dass beides gleichzeitig stattfindet. Und ich glaube, Altruismus, können wir uns, glaube ich, einig sein, ist was Wichtiges. Wir sollten altruistisch sein. Die Frage ist, wie? Können wir altruistisch sein, indem wir die ganze Zeit geben und uns dabei selbst aufopfern? Mhm. Ich glaube nicht. Mhm. Weil dann können wir altruistisch sein für einen kurzen Zeitpunkt und dann nicht mehr. Das ist sozusagen, ich opfere meine Zelle auf, damit du mich aufessen kannst. Und okay, was dann? Ja. Dann stirbt die Zelle danach auch, weil sie keine Ressourcen mehr hat. Ja. Ich glaube, die Art und Weise, da gibt es ja auch diesen Begriff effektiver Altruismus. Und Spinoza hat da viel drüber gesagt, über diese Kongruenz zwischen Egoismus und Altruismus. Die Art und Weise, wie es funktionieren kann, ist, indem ich meine Bedürfnisse äußere, dafür sorge, dass die sichergestellt sind, gucke, wo ich die herbekomme, kommuniziere und sage, ich brauche das von dir. So, das ist das, was ich von dir haben will, damit ich dir das geben kann, was ich produzieren kann. Mhm. Und dann haben wir eine Symbiose. Wenn wir in diesem Selbstaufopferungsmodus sind, aus dem meiner Ansicht nach falschen altruistischen Verständnis, ich muss immer geben, 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 was ja auch viel hier im Westen durch das Christentum geprägt ist. So, wann bin ich ein guter Christ? Was würde Jesus tun? Ich glaube, dass es nicht immer nur einfach aufopfern, aufopfern, aufopfern ist, sondern es muss Phasen geben, in denen ich mich um mich kümmere und gucke, dass ich mein Organismus wieder in einen Flow bekomme. Und dann bin ich das Beste, was ich darstellen kann, um altruistisch agieren zu können. Ja. Ja, das heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sogar im Christentum. Also du musst dich erstmal selbst lieben, um leben zu können. Ja. Und das ist eine spannende Frage. Ich finde es eine großartige Frage, weil das ist, was ich im Coaching oft erlebe, dass viele Leute, mit denen ich arbeite, die in schweren Situationen stecken, ob es jetzt schwere Krankheiten sind oder schwere Lebenssituationen, sind herzensgute Menschen, die nichts lieber wollen, als dass es den Leuten um sie herum richtig, richtig gut geht. Mhm. Sie betreiben es auf eine Art und Weise, dass sie Raubbau betreiben bei sich selber. Und das ist dann so ein Zyklus, der wieder zurückkommt. Also da ist dann eine Frau, die nichts lieber will, als dass ihr Sohn glücklich ist. Die nichts lieber will, dass ihre Mutter glücklich ist. Die nichts lieber will, dass ihre Kollegin glücklich ist. Und sie tut alles für diese Menschen. Verliert sich dabei aber selber. Und dadurch entstehen Konflikte mit diesen Menschen. Ja. Und denen geht es dann auch schlecht. Das heißt so, das fängt mit dieser positiven Motivation an. Aber es geht dahin, wo wir eigentlich nicht hin wollten. Und ich glaube, was ein zentraler Kern auch meines Coachings ist, den Wert von Egoismus. Und das ist was, wenn das Leute einfach nur, wenn wir jetzt das Soundbite rausnehmen, so, dann kann man mich auf Social Media zerreißen, dass Gerrit von Egoismus und den Wert von Egoismus redet. Aber das, was ich will, das, was du willst, ich glaube, was alle Menschen wollen, ist, dass es allen Menschen gut geht. Das wollen wir alle. Ich finde es schwer, mir vorzustellen, dass es Leute gibt, die wirklich, wirklich was anderes wollen. Und ich frage es nur, wie kommen wir dahin? Und ich glaube, Egoismus ist ein Teil davon. Ja, das ist eine schöne Antwort. Auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Boah, das fand's geil, Gunnar. Hat richtig Spaß gemacht. Fand ich auch. Danke für das Gespräch. Ich glaube, das ist das letzte Gespräch von uns beiden. Das nächste dann auf Bali oder Mallorca oder so. Ich bin ja gespannt, wenn du so rumreist dann. Ja, du, ich fliege heute Abend nach Mallorca und dann fliegen wir in die USA für 6 Wochen. Dann sind wir in Indien und da möchte ich vielleicht noch eine Sache sagen. Ich hatte vor 5, 6 Jahren ein Projekt in Indien. Da war ich noch Medizinstudent. Da habe ich im Ganges Delta gearbeitet. Im Ganges Delta sind 200, 300 kleine Inseln von Leuten, sodass wenn wir irgendwann mal denken, in unserem Leben läuft irgendwas nicht gut, so, da ist nichts. Also nichts
Tropenkrankheiten, nicht viel Essen. Die Menschen sind schon auf eine Art und Weise happy, aber denen fehlt vor allem medizinische Versorgung. Und da gibt es eine Organisation, die nennt sich SHIS, die von Mr. Wohab geleitet wird, der es privat gestartet hat vor 20 Jahren circa, die inzwischen auch eine der größten NGOs in Indien ist. Und die haben dort einige Boote und dann fahren die mit Boot von Insel zu Insel jeden Morgen, schlagen Camp auf und machen einfache Dinge, einfache Diagnosen, einfache Antibiotikagabe, einfache Eingriffe, einfache Tuberkuloseprävention und absolute Basismedizin. Und was denen dort wirklich gerade fehlt, ist einfach ein bisschen medizinisches Equipment. Einfache Dinge, Stethoskope, Dinge, womit man in die Ohren gucken kann, womit man in die Augen gucken kann. Und wenn Ärzte zuhören, Leute, die im medizinischen System arbeiten, die irgendwo noch was rumfliegen haben. Ich fliege Mitte November, fliege ich noch mal dahin für 3 Monate. Wir werden dort 3 Monate auf diesem Boot sein. Meine Freundin, die Intensivpflegerin ist, und ich als Arzt, und werden dort diese Basismedizin betreiben. Und ich habe denen versprochen, dass wir medizinisches Equipment mitbringen. Ich werde auf eBay werde ich gebrauchte Sachen kaufen. Ich freue mich aber auch über jeden Arzt, der zuschaut, der irgendwie Zugriff auf sowas hat. Wenn ihr mir schreibt, ich denke, in den Kommentaren irgendwo in der Beschreibung wird mein Kontakt sein. Ja, auf jeden Fall. Wenn man mich kontaktiert und sagt, ich schicke mir das einfach zu, auch gerne postalischen Sachen werden auch übernommen, darum geht es nicht. Es geht nur darum, so ich möchte gerne eine große Tasche mitbringen. Also wenn das heißt, wann? Wann gehst du nach Indien? Wir fliegen am 25. November und sind bis Ende Februar dort. Und wie gesagt, wenn ihr was machen wollt, was einfach ist, was aber wirklich sofort ankommt, ich werde auf meinem Instagram-Kanal, werde ich die Leute auch im Laufenden halten, dann meldet euch bei mir, schickt mir die Sachen rüber und ich bringe einen Sack mit und dann seht ihr euer Stethoskop, wie es dort live benutzt wird. Ja. Was sonst irgendwie rumliegen würde in der Schublade. Vielleicht, oder Müll. Genau. Ja, das ist auch so ein kleiner nächster Schritt. Ne? Ja, kann ich jeder jetzt ein kleines bisschen, was er tun kann. Ja. Das war's für heute auf Kaiser TV. Gerrit Kieferstein, mit dem haben wir gesprochen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Möge der Flow mit euch sein. Ciao.